Knopf auf dem Schalthebel, ah, sowas. Ja, dann konnte er genau. kugeln mit, genau, sowas. Das, ja, okay. das meine ich ja, der hat den Knopf am Schalthebel. Glaub ich, das ja, und er hat aber auch gesagt. Links an der Tür irgendwie was noch umgebaut gehabt, wegen seinen Beinen und so, war auch noch irgendwie was. Aber ich glaube, der Knopf war nicht für die Kupplung, ich glaube, der war für die Hinterbremse. Der hat da, glaube ich, sogar noch einen Hebel dran gehabt und konnte die Hinterbremse, konnte die Hand, die Bremse dort hinten betätigen. Irgendwie so war das. Nee, das war die Lachgaseinspritzung, Mann. Hast du noch nie Fast and Furious geguckt oder was? Der rote Knopf ist für die Extraleistung. Ja, eine Perle, ich sag mal so, es ist ja momentan wirklich alles mega teuer. Ne? Also neue Hardware, Hust. Ne? AMD, Nvidia. Ja, ja, weil halt auch nichts verfügbar ist. Ja. Das ist das Problem, ne? Deswegen verkaufen manche auch ihre Blazies für über 1.000 und sie kriegen sie los. Das ist eigentlich übelst bitter, Mann. Hätte ich auch drauf gestalkt, hätte mir einfach mal so 4-5 bestellt und dann verkauft, hätte sie das Geschäft gemacht, ey. Hätte Weihnachten ausgesorgt. Bin ja mal gespannt, wie das jetzt im Grafikkartenmarkt weitergeht. Und ja, mal gucken. Ja. Was ja, es dann nächstes Jahr gibt. Bei dir ist es ja eh erstmal nicht relevant, denke ich, oder? Nee, nicht so wichtig, ne. Also es ist ja geplant, dass ich eben halt auf spätestens Ende nächsten Jahres halt wirklich auf 1440p, also quasi auch im Video und Livestreaming und so upgrade. Und da gehört natürlich nicht nur die reine Power dazu, dass der Rechner diese Auflösung schafft. Die würde auch jetzt schon schaffen. Habe ich ja auch in manchen Spielen. Zum Beispiel jetzt AC oder ACC spiele ich auch in WQHD. Das ist ja nicht jetzt das Thema. Aber das dann nochmal in Videoform zu bringen oder Livestreaming-Form zu bringen, da braucht es halt nochmal eine ganz andere Schnittstelle, sage ich mal. Und da ist ja geplant, dass da was kommen soll. Und dann, klar, guckt man sich natürlich auch nach der neuesten Hardware um. Und dann ist natürlich Grafikkarte auch nicht unwichtig. Und ja, mal gucken halt. Ja. Aber geplant, also fest steht noch gar nichts. Ja, The Perle, das nennt sich Marktwirtschaft. Ja. Dann mit dem Zeug handelt, was man günstig einkauft. Also dumm ist es eigentlich nicht, ne? Das sind dann halt bloß die Leute dumm, die den Scheiß für das viele Geld kaufen. Ja, richtig. Also ich würde es nie machen. Also dann also so nötig habe ich es dann nicht. Dann würde ich halt warten, bis es halt doch mal wieder da ist. Ja, der Losty T500 RS hatte ich auch mal. Sehr, sehr schönes Lenkrad. Das habe ich mir damals auch gebraucht, für 200 Euro gekauft. Also wenn er jetzt die Wahl zwischen Logitech und T500 habt, nehmt das T500. Das ist 10.000 Mal besser als das Logitech. Was die ja, Base allein weil die Thrustmaster halt mit Single Belt, also mit einem Riemen arbeiten, ist halt schon mal viel besser als mit den Zahnrädern, was Logitech hat. Einfach von der Technik her. Also ich werde auch immer wieder gefragt, ob man halt das Logitech, das G920 oder jetzt 923 oder ein T150 oder TMX, das ist ja, glaube ich, die Xbox-Version davon. Also ich habe alle nicht getestet, also ich weiß es nicht. Aber rein jetzt nur von der Technik, die verbaut ist, müsste das Thrustmaster, das billigste Thrustmaster, was es gibt, allein schon besser sein, weil auch selbst die mit dem Riemen arbeiten. Aber ich glaube, die nehmen sich trotzdem nichts. Also ich höre immer wieder, dass die Leute mit dem Logitech zufrieden sind und für das, was sie brauchen, ist es ja dann auch gut und dann passt es schon. Ja, Fabi, also momentan sah so in die Hardware-Geschichte einzusteigen bei den Preisen fragwürdig. Da scheint einer gut zu verdienen. Ja, Losti, ich habe das ja gebraucht gekauft. Für 500 Euro hast du das sicherlich neu gekauft. Ich glaube, da war bei den 200 Euro waren, glaube ich, sogar noch Clubsport-Pedals dabei. Also ich habe das echt günstig geschossen, das Ding. Ja, Leinfuß, das ist halt ein Hobby, ne? Ein Hobby kostet nun mal Geld, ne? Also wenn ich jetzt überlege, was ich schon für das Hobby Simracing an Geld ausgegeben habe, da kannst du schon einen Kleinwagen dafür kaufen. Also ich glaube, ich bin jetzt insgesamt ohne PC bei 7.000 Euro, 6.000 Euro. Ja, auch Simracing ist
Nicht günstig, aber generell, aber das kannst du sogar auf alle Sims ummünzen. Also wenn du jetzt ja Flugsimulator im Extrem oder so machst, oder selbst Train Simulator oder sowas, da kannst du richtig Asche drin liegen lassen, ne? Also beim Zug, also Train Simulator halt meistens über die Software und Inhalte, weil du halt da alles einzeln kaufen, teuer kaufen musst. Aber zum Beispiel gerade Flugsimulator, die ganzen Dinge, die es da gibt halt, hier Joysticks und weiß ich was alles, ist auch nicht alles günstig. Ja, Leinfuß, also wenn man jetzt von Neupreisen ausgeht, ne? Also Lenkrad musst du sehen, nur das Lenkrad, das Wheel allein, ne? Da habe ich, glaube ich, 400 Euro, 450 bezahlt. Dann kommt die DD noch dazu, also der SimoCube. Ich habe den ja damals gekauft, wo das noch relativ frisch war. Der hat halt auch 1400 Euro gekostet. Dann Rig, das ganze Gedöns noch dazu. Monitor, Fernseher, das summiert sich dann halt. Da bist du ruckzuck ganz, ganz, ganz viel Geld los. Aber das ist halt Zeugs für die Ewigkeit. Pedalen ist auch das beste Beispiel. Guck mal, was so Heusingfeld-Pedalen kosten. Na? Wenn du die Ultimates kaufst, 1200 Euro sind weg. Na, nur für Pedalen. Drei Eingabegeräte, wenn du es so willst. Das ist schon krass. Du kannst richtig viel Geld hier lassen. Wie das halt in jedem Hobby so ist. Also du kannst ja überall viel Geld lassen. Also, Fabi, bin ich aber absolut bei dir. Also aktuell würde ich auch absolut von einem PC-Kauf abraten, weil aktuell sich so viel gerade passiert und die Verfügbarkeiten auch zum Teil gerade echt murks sind. Deswegen, also für mich stellt sich auch gar nicht die Frage, jetzt was kaufen zu wollen, sondern wenn, dann muss man gucken, wie es nächstes Jahr aussieht. Also empfehle ich auch nicht. Also da musst du einfach nochmal ein Jahr Geduld haben und dann. Ja, wenn das mit den Preisen so weitergeht, kannst du das schon bald auf die nächste Generation warten. Ja, ist auch so, ja. Also bei Nvidia kannst du auf jeden Fall auf die Upgrade-Karten warten, weil die werden safe kommen nächstes Jahr. Und ja, gucken, was Intel soll ja jetzt auch im Februar, März die nächste Generation jetzt schon anteasen oder bringen oder was auch immer. Und ja, also ist klar. Ja, also wie gesagt, ich wollte mir auch eine neue Grafikkarte kaufen. Eine 3080 wollte ich haben. Aber momentan sehe ich da halt kein Land, weil ich sehe nicht ein für eine Grafikkarte, die für 700 Euro angepriesen wurde. Oder waren es 600? 7 waren es, ne? 700. 699 sollte die kosten. Die Founders Edition, die 3080. Ja, gut. Ja, du kriegst halt keine unter 1000 Euro. Vergiss es einfach nur. No way. Genauso verhält sich das halt mit AMD. Also AMD hat sich vorher lustig gemacht, dass Nvidia so schlecht verfügbar ist und AMD ist halt noch schlechter verfügbar. Das ist ja lustig. Ja, also das ist schon krass. Die aber haben alle dieselben Probleme. Ich vermute mal, das hängt stark mit Corona zusammen. Ja, definitiv. Das merkst du ja bei den Konsolen. Die haben ja auch übelste Struggle. Also die wissen ja auch nicht, kriegen sie dieses Jahr nochmal oder nicht. Oder das ist ja genauso Glücksspiel-Gamble. Bei Nvidia ist es wahrscheinlich auch noch ein Problem, dass die Chipfertigung jetzt zu Samsung übergegangen ist, weil die so, und ich glaube, AMD fertigt selbst oder macht das auch TSMC? Boah, frag mich nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Auf alle Fälle haben sie, TSMC hat halt hier Turing die ganzen Chips gefertigt, da hat das alles hingehauen, aber ja, jetzt hat es halt Samsung übernommen und da ist es natürlich alles ein bisschen schwieriger, weil Samsung in dem Bereich relativ neu ist. Mercedes-AMG, welches Team wir sind, das hört man doch eigentlich raus. So wie Michel gegen AMD shootet und pro Intel ist, sind wir natürlich Intel Racing auf Platz 1, ist doch ganz klar. Hat er nicht gesagt? Nee, wir sind das etwas dunklere markierte Red Dot Racing Team auf dem stolzen. Ja. Und deine Kamera hängt gerade. Nee, die hängt nicht, sondern mich, Duki war in der Box. Ach so, okay. Hä? Das gibt aber schneller Boxenstopp. Ja, die gehen irgendwie immer ruckzuck. Irgendwie ist, aber gut. Ei, Duki. Nicht über die Boxenlinien fahren, Digga.
Ja, so gedacht so. Also wenn das in der Formel 1 wäre, dann hättest du direkt Lizenzentzug. Das ist jetzt scheinbar das Schlimmste, was in der Formel 1 machen kannst. Die Linie überfahren. Was? Du fährst nach Markkleeberg? Motor waschen? What? Ja, oder war Okay, es so, nur noch Fabi? Intel fährt selber, schreibt jetzt Fabi. Ja, Ja, ja. kann sein. Ich wusste es jetzt nicht genau. Dann werden die AMD-Chips bestimmt bei TSMC gefertigt. Weil das sind ja so die einzigen Chip-Hersteller, die in diesem Segment dort arbeiten. Okay. Ja, morgen, morgen an alle, die dazugekommen sind. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Und da 460 Leute am Start. Willkommen, willkommen. Ja, Knipser, du bist halt vorher an Intel nicht vorbeigekommen. Sagen wir es mal so. Ne, Ne? stimmt. Also, Und erst wenn jetzt du, wieder kannst du ja. AMD. Also, sagen wir es mal so: Die AMD ist gerade diese Threadripper und so, die sind ja schon vorher, vor ein paar Jährchen schon richtig geil gewesen, aber es ging halt trotzdem nicht bei den meisten Spielen, wie zum Beispiel AC ist das Paradebeispiel dafür, über halt krasse Single-Core-Performance. Und da war halt Intel immer noch so, ja, somit das Beste. Natürlich wird jetzt mit der eine oder andere sagen, ja, aber ich habe meinen AMD so krass übertaktet, ich war auch. Ich rede jetzt aber nicht von, was man nachträglich übertakten kann, ich rede von das, was einfach vom Hersteller kommt. Und da war halt Intel halt nach wie vor das, wo man sagen musste, da ist man als Gamer einfach besser gefahren. Natürlich, wenn du dann in die Videobearbeitung, Bildbearbeitung, was auch immer gegangen bist, dann war das natürlich mit AMD schon früher, aber jetzt, stand jetzt halt einfach mit diesen neuen Generationen, ja, da durchaus. Also ich bin mal gespannt, was Intel jetzt entgegnet Anfang nächsten Jahres. Aber ja, aber ich finde es gut, weil diese Alleinstellung von Intel und Nvidia war oder tat dem Markt, finde ich nicht gut. Die Preise sind immer, immer mehr nach oben geschossen. Moment, da muss ich ein Veto einlegen. Und doch. AMD ist sich ihrer Stärke natürlich bewusst. Deswegen sind die neuen Prozessoren und neuen Grafikkarten auch in Anführungszeichen so teuer. Also günstig ist das nicht. Die Preise sind nicht nach unten Nee, gegangen, im aber die Gegenteil, die Preise pushen die werden nach nach unten oben. gehen, Ja, wenn die sich aber jetzt wieder Konkurrenz bieten. Ganz mal klar. gucken, mal gucken. Doch, auf jeden Fall. Das ist so. Natürlich nicht so, wie es früher war, aber die werden auf jeden, sie, sagen wir es mal so, sie werden nicht weiter steigen. Die steigende Tendenz des Preises wird jetzt nicht mehr so krass sein, weil die sich jetzt gegenseitig ja nicht, also in Nvidia oder in Intel wird jetzt nicht sagen, so, wir haben eine neue Generation, haben nur ein bisschen mehr Performance, lass mal wieder hier 40 Euro mehr verlangen oder sowas. Das wird jetzt halt nicht mehr kommen, weil sie sich das gar nicht trauen, weil sie wissen, oh, da ist nur Konkurrenz da und so. Also sag mal so, der Trend wird jetzt stagnieren, was die steigenden Preise angeht. Mal gucken. Also momentan liegt es ja auch wirklich an der Verfügbarkeit, was die Ja, Preise nach klar. oben drückt. Also Ich rede jetzt davon, wenn das dann sich so ein bisschen beruhigt hat im Markt. das sehe ich halt noch nicht so. Also vor März, April glaube ich nicht, dass sich das beruhigen wird. Also so lange wird es Nee, da rede wahrscheinlich ich noch auch nicht dauern. davon. Das hätte ja aber auch, wie gesagt, das hat auch was mit der Pandemie zu tun. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber wir müssen ja in die Zukunft blicken. Nicht nur auf die nächsten 3 Monate. Ah, du redest jetzt von den Xbox Game Pass, Jockel Gaming, oder? Ja, Jockel, machst du und dann, wenn du fertig bist, dann kündigst du es wieder. Das Ding hat ja keine Laufzeit in der Regel. Ja, ein Monat mindestens. Ja, klar, für 1 Monat, aber spiel mal 4 Spiele in einem Monat durch, dann ja, hast du nichts anderes gemacht anscheinend in dem Monat. Ja, ich hatte mir den ja auch mal kurzzeitig geholt, wo der 1 Euro gekostet hat, wo Flight Simulator rausgekommen ist. Und da haben sie halt alle Flight Simulator gespielt, weil der Game Pass halt bloß 1 Euro gekostet hat. Ja. Und da haben sie sich dann halt dazu entschieden, die Preise exorbitant anzuheben, instant wieder abbestellt. Na, also für 10 Euro hätte ich es wahrscheinlich noch gemacht, aber da waren die dann, glaube ich, 45. Ja, da waren die wahrscheinlich dann
Bei, ich glaube, ach, keine Ahnung, jetzt habe ich vergessen, was ich erzählen wollte, weil Duki jetzt hier Also, reingequatscht hat. der Ultimate Pass kostet, glaube ich, 12 € oder sowas. Aber da ist ja dann auch noch Xbox Live Gold dabei, was nur für die Xbox relevant ist. Das heißt, für einen PC kaufst du eher den normalen Game Pass und der müsste eigentlich unter 10 € liegen. Nein, kostet nicht, der kostet mehr. Doch. Der kostet 19 Euro. Ach Quatsch, der kostet doch nicht so viel. Moment, ich gucke jetzt. Also, wenn ich bei mir gucke, ich habe den ja jetzt ein Jahr bekommen und musste aber trotzdem so ein Abo-Dings dazu machen und da steht irgendwas mit 12 €. Das kann doch nicht sein. Er kostet keine 12 Euro, da hätte ich ihn behalten. Ja, scheinbar ja nicht. Momentan kostet er sogar wieder bloß 1 Euro, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ja, gut, das ist halt jetzt Angebotsding, aber ich gucke jetzt gerade mal bei mir. Mein Microsoft-Konto. Da Ultimate Game Pass. Hier, 12,99 € im Monat. Für PC oder Xbox? Ultimate Game Pass, das ist der große. Das ist der mit Gold. Das ist der dickste, den es gibt. Dicker gibt's nicht. Also wie gesagt, ich musste, glaube ich, ich sollte dann damals, glaube ich, 20 Euro bezahlen. Ja, so teuer ist er nicht. Für den PC kostet 9,99 €, siehst du, habe ich doch Ja. gesagt. Ja, sag ja, der teure ist nämlich mit Gold, aber Gold brauchst du ja nur für die Xbox. Deswegen ist er auch ein bisschen teurer und für PC brauchst du das Gold nicht. Da brauchst du ja nur den Pass. Deswegen kostet er auch ein bisschen weniger. Ja, es kann sein, dass, also wie gesagt, ich kann jetzt bloß davon reden, ich hatte dann für 1 Euro und dann haben die das halt auf, keine Ahnung, 20 Euro wollten die dann von mir haben und da habe ich das Ja, Teil abgestellt. Buchblech. Stimmt, da hast du recht, daran lag's. Es war Pornhub, Ah, Michel. ja, stimmt. Ach ja, jetzt wo er es sagt, genau. Das war ja das WQHD-Abo bei Pornhub. Mit Zoom-Funktion. So, ich gehe jetzt auf Ja, Toilette. genau. Links, das sind die Abstände immer zum Vordermann. Deswegen hat der Erstplatzierte da auch keine Zeit stehen. Was ist passiert seit 0 Uhr? Ja, also ab 0 Uhr erstmal nichts. Da bin ja ich gefahren. Ich rede mich direkt mal raus. nee, es gab wohl ein paar Unfälle, Dreher. Ja. Dinge sind geschehen anscheinend. Aber ich, ja, muss Michel erzählen, der war ja da. Ich war ja nicht da. Neff, wir haben noch nie bei einem Langstreckenrennen übers Rennen geredet, außer vielleicht am Ende, wenn es noch um irgendwas geht. Ja, also das war zum ersten Mal dabei, einfach bei einer Übertragung. Wenn du mehr über das Renngeschehen hören, sehen, bla, dann musst du wahrscheinlich bei Duki reinschalten oder immer zum Fahren, denn der konzentriert sich mehr um das, was da auf der Strecke passiert. Was ist denn bis 0 Uhr passiert? Ja, weiß ich, der Rennstart halt. Disconnect gab es da einmal, das hat uns ziemlich zurückgeworfen, ja. Und auch ein paar Dreher. Cooler Justin, das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil wir das ja nicht organisieren. Aber du kannst davon ausgehen, dass das ein Riesenaufwand ist. Michel hat sich einen neuen Spitznamen eingehandelt. Na, hau mal raus, Julian. Tingel ungefähr um 12 und dann bis zum Schluss. Guten Morgen.
Ja, Knipser, sowas wäre cool, aber dann bräuchst du ja, dann wären wir wieder bei der Diskussion von gestern Nacht, dann bräuchtest du halt wieder jemanden, der das halt auch macht. Weil wir können das nicht auch noch machen. Wir können nicht immer alles, weißt du, das ist so, ja, nee. Ist schon der erste Advent. Krass, Alter. Okay. Ja, wünsche ich euch auch allen natürlich dann. Ja, stimmt, ey. Heftig. Christian, ja, ich bin ziemlich müde, ziemlich im Sack. Ich habe jetzt ja nicht viel geschlafen. Also mal gucken, wie das nachher wird, wenn ich noch fahren muss. Aber ich denke, spätestens wenn ich fahren muss, werde ich schon wieder irgendwie wach werden, hoffe ich. Julian, alles klar. Michel, hast du gelesen? Ja, ich glaube, der ist gerade nicht da. Ja, Fahnenflucht begangen. Cooler Justin, nee, wir sind eigentlich das einzige YouTube-Team. Also natürlich streamen auch andere Teams, aber die machen das eher so. Ne? Nee, das ist von der VR. Kannst ja mal gucken, virtualracing.org. Die haben mehrere Ligen und ja, musst du dich halt mal reingucken. Ja, allgemeiner Tipp, einfach immer schaut in die Stream-Übersicht, da findet ihr eigentlich immer, wann wer fährt ungefähr und ja, da steht eigentlich alles. Puh. WB, was einen neuen Nickname bekommen? Waschbär. Nee, Waschbär Friseur, Ja, da kam weil von. du Da mehr kam von. cuttest als jeder Friseur. Ja, Mann. Oh, so übertrieben. Ach so, ach so. Komm, Player, üben, 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 üben. Bis 15 Uhr. P0M. Im Red Dot Museum war ich auch mal. Wir haben schon ein Museum, wusste ich gar nicht. Oh, nice. Ja, Alexander, und wann kommt da, wo ich jetzt den Ratschlag geben muss, oder kommt da noch was, oder? frisches Felddienst. Ja, ich freue mich über jedes weitere Update von ACC. ja, aber ab, fernab von Rennspielen, klar freue ich mich auf Cyberpunk. Und mal gucken, wie diese Mass Effect Remastered-Geschichte wird noch so, weil Mass Effect fand ich eigentlich ganz cool, aber. Ja, es ist halt wieder keine Zeit halt eigentlich, ne? Also keine Zeit zum Zocken, aber freuen tue ich mich trotzdem irgendwie drauf.
Aber jetzt so richtig auf irgendwas freuen direkt, keine Ahnung, klar, auf das neue Gran Turismo dann, aber dazu brauche ich erstmal eine Blazy, wenn dann mal eine verfügbar ist, das neue Forza Motorsport und so, freue ich mich natürlich auch drauf, aber das muss man mal gucken, wann es kommt und wie und wo und was. Herr Benjamin, bis der Tank leer ist, das ist in unserem Fall ungefähr eine Stunde, Einstint. Hammerhai, es gab wohl gestern nachts viele Dreherunfälle, was auch immer. Also anscheinend ist das richtige Chaos ausgebrochen. Dallas, ja, vielen Dank fürs Kompliment. Das schätzen wir doch sehr. Ja, Alexander, wenn du schon einen PC hast, probier es doch aus. Das TMX, was du hast, funktioniert ja auch auf dem PC. Also, einfach try it. Da hast du jetzt ja nicht mehr Kosten, irgendwelche Mehrkosten. Du hast ja schon alles da. So, also. Das Einzige, was du jetzt kaufen müsstest, wäre wahrscheinlich halt die Version nochmal für einen PC oder so, aber. Lipser, Waschbär auf der Strecke, Mann. Ich hasse euch so dermaßen, Mann. Das hast du dir aber auch verdient nach dieser Scheiße, die du da beim Stintplan abgezogen hast. Also, war. Mich hält du ich pisst da. Dich erstmal eine Dreiviertelstunde voll lachen. Oh, ich esse ein Waschbär am Sonntag. Das stimmt gar nicht. Das war allgemein. Ja, natürlich. Ich bin überhaupt nicht vorangekommen. Mich hält dich da bei Schwiegereltern. Waschbär essen. Das ist so gut gewesen. Ja, vor allem so aus dem Nichts, weißt du? So, sind alle da, ja. Ach, übrigens, da kann ich nicht. Meine Schwiegereltern Waschbär essen. So was so komplett, what the fuck? Das war so gut. Ja, naja. Ja, Banana Toast, wie gesagt, also einmal gab es ein Disconnect, das hat natürlich Zeit gekostet. Dreherunfälle, noch mehr Dreher, noch mehr Unfälle. Irgendwie so. Um Seite 26 war nicht die ganze Zeit, also ich habe gerade gelesen, ich war die ganze Zeit da. Und ich so, hä, da hättest du es ja mitbekommen. Ja, Tim, das, was ich gerade gesagt habe. Oder wir könnten die ganze Sache auch abkürzen. Warum seid ihr 26 da? Diese. Nein, das ist böse. Es ist ja nicht nur er. Ja. Mir fällt da ehrlich gesagt jetzt kein anderer Grund ein. Diesmal war es nicht Duki. Marvin, ja, aber er hat jetzt auch schon hier einen Reifenstapel gegossen. Ja, aber, schon, ja, aber. Das kostet nicht so viel Zeit, das stimmt. Marvin, ACC auf jeden Fall. Beste. Also, wenn man halt mit nur GT3 und GT4 zufrieden halt ist, ne? Also, das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt. Crit auf keinen Fall. Crit ist, ganz ehrlich, sorry an Codemasters, aber Crit ist einfach halt Schmutz. Also, das ist, was sie sich da gedacht haben. Ich weiß nicht, ey. Das erste Crit war so ein geiles Spiel. Aber alles, was danach kam, na, lass gut sein. Ich meine, das Crit Autosport oder wie das hieß, war auch noch ganz okay. Das war ja, glaube ich, der dritte Teil war das ja. Aber jetzt ist der jetzige Crit, boah. Aber Crit 2 fand ich auch schon scheiße, weil das halt auch Pay-to-Win war und auch vom Aufbau war das nicht so geil. Also ich verstehe schon, dass man sagt, Crit 2 war auch gut, klar, im Verhältnis gesehen, aber ja, ans Erste kommt nichts ran. Es ist halt einfach so, das erste Crit war echt geil gemacht. Mit dieser Karriere, mit dem Teamaufbau, mit diesen verschiedenen Klassen, diesem Jahressystem und dann immer das Abschlussrennen, 24-Stunden-Rennen, Le Mans und so.
daran hätten wir weiter ansetzen müssen. Das weiter ausbauen, weiter verbessern und so. Das war das Alleinstellungsmerkmal von Crit irgendwo. Und das haben die halt einfach über Bord geschmissen. Aber um mir jetzt nochmal kurz einzuwerfen, da, für alle, die bei diese jetzt gerade noch beim Twitch sind, also das ist jetzt nicht böse oder ernst gemeint, ne? Nicht, dass ich jetzt hier einen Hate fange. Das kannst du jetzt nicht mehr retten. Die Deabos hast du dir verdient. Nein, nicht, dass ich jetzt hier einen Hate fange oder so. Meinen größten Respekt davor, dass er das jetzt wirklich erst ein halbes Jahr macht und dann trotzdem akzeptable Zeiten fährt, auch wenn er dann halt jetzt hier die Ausrutscher für den Disconnect kann er nichts. Für die Dreher, okay, wie gesagt, er hat jetzt die Woche erst angefangen mit AC und alles gut. Ja. Ja, vor allem, ich habe es gestern Nacht auch nochmal beschrieben, ja, das muss ich sich so vorstellen, also wenn ich irgendwie ACC zock oder sonst was und dann wieder zurück zu AC kehre, ey, die ersten Meter denkst du erstmal so, what the fuck ist hier los? Hier ist ja gar kein Grip vorhanden und es rutscht ja nur und schmiert und macht und naja, das fühlt sich komplett komisch an. Also man kommt dann wieder rein, das ist alles cool. Aber wenn du halt AC davor noch gar nie gezockt hast und gar nicht so, ich glaube, das ist schon echt heftig so für ihn. Also ich gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Nee, Bugblech, nee, das sagt mir tatsächlich gar nichts. Sitzen, Blei, Bär, wir wissen weder GT3 noch GT4 oder ob wir überhaupt noch fahren. So, das ist ja alles noch gar nicht entschieden. Weil jetzt gerade, warte mal, wer was Thomas gefragt hat, was bei unserem Protest rausgekommen ist. Also ich lese das jetzt einfach mal vor. Der Überrundungsversuch von eurem Fahrer ist hier mehr als unglücklich. Er hat keinen Geschwindigkeitsüberschuss und ist auf einer Linie, die für die Busstopp nicht ansatzweise ideal ist und bremst dann auch noch früher. Egal, welche Linie hier die 166 gewählt hatte, was der Audi ist, der uns reingefahren ist, wäre es zum Unfall gekommen. Hier hätte Siki früher abbrechen und hinten dran bleiben müssen und hätte dann ohne Probleme nach der Busstopp überrunden können. Mit dem dann neuen Windschatten. Also das heißt, hier wurde keine Strafe ausgesprochen. Ja, also Protest wurde sozusagen abgewehrt. Achso, was du geschrieben hast, oder? Naja, okay. Finde ich zwar ein bisschen fragwürdig, aber wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Ja, aber besser so, als jemandem 15 Sekunden geben. Wofür? Naja, gut. An Hurno, das darf natürlich deine Meinung sein. Ich würde genau das Gegenteil behaupten. Ich würde behaupten, dass F1 2020 mit das beste F1-Spiel ist, was Codemasters gemacht hat, seit sie die Spiele machen. Also ich hatte noch nie so viel Spaß in einem F1-Game wie in 2020. Der Multiplayer sei mal dahingestellt, aber der Multiplayer war schon immer scheiße. Also, aber ja. Patrick, ich habe uns mal angemeldet bei dem 12-Stunden-Bathurst, aber ich habe schon gesehen, dass ich da wahrscheinlich, wenn, dann nur ein paar Stündchen mitfahren kann, also müssen wir nochmal reden. Aber vorsichtshalber sind wir angemeldet tatsächlich. Also das wissen die anderen noch gar nicht. Also wir sind bei einem 12-Stunden-Rennen angemeldet übrigens. aber ja, ich habe da schon was anderes eigentlich an dem Tag. Das muss mal gucken, wie das passt, ob ich dann davor Bathurst halt am Anfang ein bisschen mitfahren, dann gewechselt wird oder wer da überhaupt Zeit hat und so. Vielleicht müssen wir uns aber wieder abmelden. Das müssen wir mal gucken. Weil ich kann definitiv nicht den ganzen Tag. Weil ich da noch am Abend was anderes hab. Spielsound ist ein bisschen laut. Also das ist eine Rennstrecke. Natürlich ist der laut. Kinchi, ja, gibt Splitscreen-Modus, ja.
In der VRS-Liga? Du meinst die VR? Oder was meinst du, Sebastian? VRS sagt mir nichts. Fahr mal in die Box, wenn es eine gibt. Warum sollen wir jetzt... Oh, mein Gott, manche Kommentare, ey. Sorry, Jaden, aber das ist halt einfach... Vielleicht hat er gerade von Project Cars 3 geredet oder so, keine Ahnung. Also ich habe jetzt gerade mal, ich bin gerade mal auf dem Live-Timing drauf. Also die maximale Endplatzierung, wenn jetzt wirklich nichts mehr passiert, ist Platz 25. Weiter vor werden wir nicht kommen. Ja. Ja, das ist so der Stand der Dinge. Platz 24 hat schon einen Longstop mehr als wir und ist zwei Runden vor uns. Nein, die fahren auch nicht viel langsamer oder schneller oder was auch immer. Also das ist so, ist mir gestern aufgefallen, wie gesagt, als ich da auch am Platz 20 rum oder sowas übernommen habe. Das Niveau ist halt echt gut so, also aber gut. Alexander, ja, so ist es geplant. Bananatoast, das ist die abgefahren Community, also das ist so ein bisschen getrennt voneinander, ne? Es gibt ja einmal den abgefahrenen YouTube-Kanal, das ist Dookie, und dann gibt es noch die abgefahrenen Community. Jo, da gibt's den nächsten Kontakt. Ey, ich sehe es kommen. Ich fahre nachher mit 2-3% wieder Restriktor, wieder nichts mit schönem Auto. Aber ganz ehrlich, alles gut. Ich hatte zwischen 5 und 7. Ja, ja, ich weiß. Also, aber weißt du was, wenn es mir zu blöd wird und wir eh nichts mehr zu verlieren haben, parke ich einfach und reparieren wir das Ding oder Hauptsache ich kann einen sauberen Auto fahren. Das hatte ich vor uns auch gedacht, aber ja, dann bist du ein bisschen zu. So früh los. Ja. Nee, das nicht. Du hättest halt wirklich noch die Minute warten müssen in deinem Longstop. Genau. Also 3 Minuten oder dann halt wirklich die 60 Sekunden und wieder raus. Aber naja, gut, nützt ja nichts. Hätte ich dir auch sagen können, aber ich war halt da nicht da. Das stimmt. Ja, da wären wir auch wieder beim Thema von gestern Nacht, bevor ich gegangen bin. Da hatten wir es halt auch über halt. Wäre halt nicht schlecht, halt auch nicht nur wegen Fahrermangel, sondern dass man halt auch mal wirklich so ein Renningenieur oder sowas halt mit dabei hat und so Zeugs, ne? Also das fehlt halt hier in allen Enden und Ecken irgendwo. Jemand, der so ein bisschen alles im Blick hat und ja. Gut, hätte jetzt an dem Rennen auch nichts geändert. Ich wollte es gerade sagen. Aber ja, für die Zukunft halt, ne? Also gut, sagen wir es mal so. Wenn man dann mit sowas kommt, dann wäre auch die Vorbereitung eine andere und dann würde das wäre die Grundbasis halt schon mal auch anders. Gab es da gerade schon wieder einen Kontakt mit dem Phoenix Audi? Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Kontakt war oder ob es gerade noch abgewehrt wurde, aber werden wir gleich wahrscheinlich sehen im Event, ob es da Kontakt gab oder nicht, weil das wird ja. Warte, ich mache mal das Only Important weg bei mir. Duki, Alter R8 deswegen, weil der Skin so gesehen schon stand, den wollten wir eigentlich schon Road America fahren und wir wollten das jetzt Frank nicht antun, nachdem er wirklich sehr, sehr viel Zeit in den Skin gesteckt hat, dass er den dann auf den neuen Evo übertragen muss, weil da muss er den kompletten Skin halt neu gestalten, das ist nicht einfach nur Copy and Paste. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir fahren den alten R8 nochmal. Das ist im Grunde genommen, ist das jetzt hier der 2019er R8 Evo ist nur Optik. Also da ist nichts anders an dem Auto. Rein technisch gesehen sind die Autos identisch, was jetzt hier VRL ist. Nur eine Optik-Mod, wenn man so möchte. Ja. Genau. So eine Art Skin, wenn du es so möchtest. Aber natürlich als Ausrede nehmen wir natürlich gerne an, wir fahren natürlich mit dem alten Modell, sind total chancenlos. Wieso habt ihr euch für jenes Design entschieden? Deutsches Auto, deutsches Team. Erstens mal war das Frank, der das Design gemacht hat. Und zweitens, wir fahren hier in Daytona. Und warum sollte man nicht hier zu Ehren von Daytona das anpassen? Das hat ja nichts mit Auto und Skin zu tun. Also
Das wurde gestern schon gefragt und ich finde es auch nach wie vor, warum sollte man nicht hier mit Stars and Stripes fahren dürfen? Ich meine, es gibt ja auch den AMG, den Südafrika AMG und das ist ja auch kein südafrikanisches Team und AMG, soweit ich weiß, auch keine südafrikanische Marke. Das ist einfach halt zu Ehren der Location und so weiter, warum auch nicht. Und wie gesagt, der Skin sollte ursprünglich auch bei Road America gefahren werden. Da passt natürlich das noch besser, weil Road America, ja. So sind wir ja auch zum Beispiel ins Bar mit einem Süßigkeiten-Design durch die Gegend gefahren, weil wir gesagt haben, ja, Bacon und Süßigkeiten, das passt doch so gut zusammen. Ja, Thomas, das liegt nur daran, dass dass ein einzelner Fahrer von denen, also es sind ja 4-5 Mann, glaube ich, auf dem Auto, und jeder von denen hat mehr Trainingsrunden als unser ganzes Team zusammen. Ja, das hat, glaube ich, jedes Team oder jeder Fahrer gefühlt. Ja, gut, ganz so ist es nicht, aber ja, es aber ist halt... viel haben wir nicht. Also, wie viele Trainingsrunden haben wir jetzt in der Summe von uns allen? Also, ich würde mal sagen, du hattest knapp, wie viel, 200 Runden vielleicht? Ach, Quatsch. Nicht 100, mal wahrscheinlich. 150 bin ich gefahren. So, ja, und davon waren alleine 70 nur, um das Setup zu bauen. Und das habe ich im Endeffekt, man muss es sagen, alleine gebaut. Und bei René sein Team, da wirken halt mehrere Leute mit rein und da ist das Setup schneller zusammengebaut, als wenn das einer alleine macht. Demzufolge sind die effektiven Trainingsrunden dementsprechend auch höher. Ja. Naja, eben. Und ich hab nicht mal 100 Runden, Duki und Dizzy ganz bestimmt auch keine 100 Trainingsrunden. Also deswegen, ja. Ja, also die haben verdient, haben sie es dort vorne zu fahren, das steht außer Frage. Sie haben ja auch viel, viel Zeit dort reingesteckt. Dann sollte das auch dementsprechend belohnt werden. Aber halt unterm Strich, wir sind jetzt auf unserer Leistung dort, wo wir halt hingehören, aufgrund des Trainingspensums. Ich muss es einfach so sagen. Prozess, ja, das wurde dir quasi schon beantwortet. Es gibt zwei verschiedene Klassen. Es gibt einmal die GT4 und einmal die GT3. Das Standing, was du links siehst, das sind ja nicht alle Teilnehmer. Das sind jetzt nur die Top 30. Wir sind hier knapp 50 Fahrzeuge auf dem Track. Wovon halt 16 entsprechend GT4s sind. Hä, fährt er nicht? Nee, Luca, ich fahre gerade nicht, weil aktuell fährt Duki, wie es oben links steht. Das ist ja das Tolle an dem Multiclass-Rennen, dass mehrere Fahrer auf einem Fahrzeug sitzen und dementsprechend logischerweise fahre ich nicht 24 Stunden am Stück durch. Also ja, es gibt sicherlich verrückte Menschen, die das tun, aber ich tue es nicht. Zumal es auch nicht erlaubt ist in der Liga. Oha. Mein Beileid, Night-Follower. ja, guten Morgen. Hä, was machst du? Mein Beileid, hast du gerade gesagt. Ja, zu Night-Follower, weil er gesagt hat, ich liebe dich, Ray. Ach so. Ja, da weiß halt jemand, was gut für ihn ist. So einen waschbärfressenden Typen würde ich auch nicht lieben wollen. Ja, schönen Advent wünsche ich auch. Ja, Q-Log, guten Morgen. Sonnenschein. So viel langsamer sind die GT4s eigentlich gar nicht, aber ja. Weiß gar nicht, was fahren die auf der Runde? Weißt du das jetzt aus dem FF? Nee, ne? Niedrige 50er, glaube ich. So 50, 51 sowas, aber ich kann ja mal kurz gucken, was die schnellsten hier fahren. Ja, also hier Wibbermann, schnellste Rennrunde 52,6. Durchschnitt 53,7, also ja, im unteren 50er-Bereich, sage ich jetzt mal. BK United ist, glaube ich, am langsamsten der Durchschnittszeit und die fahren eine 57 im Durchschnitt. Also ja, es ist nicht ganz 10 Sekunden. Gut, ich meine, auf dem kurzen Track ist es natürlich trotzdem ein ordentlicher Unterschied, aber
Die TCRs sind, glaube ich, letztes Jahr, meine ich, so 2-Minuten-Zeiten gefahren. Das war natürlich schon nochmal eine ganz andere Nummer. So, ich versuche jetzt nochmal die Zeiten einzublenden, in der Hoffnung, das bringt nicht die ganze Zeit hin und her. Dann sehen wir auch so ein bisschen, wie die sich die Zeiten entwickeln von Duki. Nicht, dass das jetzt eine große Relevanz hat, aber guck mal an, Duki mit einer ersten 45er-Zeit. Also ich denke, dass seine erste ist. Nee, hat er vor uns schon gesagt, wo er mal kurz reingesprochen hat. Da hat er 45 gesagt. Jetzt gibt es Sinn. Ich habe gar nicht gewusst, was meint er denn mit 45, ey? Was will er denn jetzt? Okay, ja, alles klar. Ja, nice. Zünd ein Waschbärfeld zum ersten Advent an. Ja, der Michel, ey, das ist halt brutal, brutal. Wir brauchen etwas Downforce. Ja, Mann, so sieht's aus. Samuel Kraft, kannst du mal gerade in der Übersicht gucken? In der Stream-Übersicht, Seite 2, da siehst du quasi, wie wir ungefähr gefahren sind. Also bis jetzt haben wir uns eigentlich in den Plan auch gehalten. Klar gab es ein bisschen Verschiebung, aber jetzt nicht in dem Sinne, wie wir gefahren sind. Also die Reihenfolge ist gleich geblieben und die Stint-Anzahl eigentlich auch. Also Memphis, du fährst schon mal gar nicht. Na, da kann man nicht hier von wir reden, ja? Nein, Spaß. Du fährst natürlich in unserem Kopf mit. Der Memphis. Sei nicht müde. Ich bin schon drüber hinaus, ey. Das wird nachher echt lustig, wenn ich fahren muss. Du bist so müde, dass du schon wieder wach bist. Ja, so ungefähr. Ja, ich habe halt echt nicht viel geschlafen und auch nicht gut geschlafen. Also ja, ich habe bei dem Powernap besser geschlafen als jetzt in diesen 3 Stunden, ehrlich gesagt. Der Powernap war aber richtig gut. Ich war so fit. Ich konnte halt, das Problem war nur, dass ich nach meinem Triple Stint nicht schlafen gehen konnte, direkt wie geplant, weil ich halt noch übelst fit war. Musste erst so ein bisschen wieder runterkommen. Ja, genau, Memphis. Du spielst so mit einem Joystick COD. Deswegen bist du da so übelst Pro. Jetzt hörst du Memphis schon seine dreckige Lache und Hals Maul sagen. Wieso wäre der Platz links nicht höher? Wie soll er denn höher werden? Dann müssten wir ja schneller fahren. Ja, Adrenalin würde ich es jetzt nicht nennen, aber also Adrenalin hatte ich, glaube ich, gestern Nacht nicht, aber hey, Alexander, weil Dukis Licht nicht ausgeschaltet hat, deswegen sind die noch an. Der Duki fährt halt gern mit Licht. Ja, wobei der wahrscheinlich jetzt auch gar nicht dran gedacht hat, das auszustellen, muss er ja auch nicht. Alexander, weil Dinge geschehen sind, mal wieder. Anscheinend. Ich habe es leider nicht mitbekommen. Vielleicht aber auch besser so. Brinki, ach so. heute gibt es keine Frühstücksbewertungsbilder. Da muss ich euch leider enttäuschen. Tomplayer, ja, absolut. Daytona finde ich auch geil. Ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde Daytona ist irgendwie cool. Vom Flow her und so, finde ich, hat was. Gerade in der Nacht mit dem Flutlicht und so. Wii Fit Balance Board, so Memphis. Bei dir ist das eher das Wii Board, weil Fit and Balance ist ja bei dir nicht so. Ja, Daytona ist besser als Daytona, ist richtig. Night Follower, ja,
das ist aktuell leider aber nur möglich über die Multiplayer-Folgen tatsächlich. Sonst, abseits davon habe ich nicht wirklich die Zweit. Was? Ja. Julian, nee, in AC ist es umgekehrt. Das heißt, je niedriger der TC-Wert ist, desto mehr greift sie ein. Außer bei 0 natürlich, 0 ist trotzdem aus. Deswegen, also wenn Duki jetzt mit einer TC1 fährt, dann hat er definitiv volle Traktionskontrolle. Ich bin tatsächlich auch zwischenzeitlich mal mit TC3 gefahren. Ja, am Anfang war auch okay, aber ja, aber irgendwann war es dann, wenn es dann halt doch einmal quer kommt, dann bist du mehr am Struggeln, dann verlierst du wieder. Also es ist ein bisschen gerade, Schmalgrad. Ich finde auch übelst krass, also mir ist es so gegangen in den 3 Stints. Man hat diesen Sprung übelst gemerkt von Auto wird leicht, aber Reifen bauen ab. Du hast so richtig gemerkt, in diesen langsamen Ecken kriegst du das Auto nicht mehr so richtig rum, weil der Grip fehlt. Aber es trotzdem das Auto leichter ist, dass du es trotzdem irgendwie besser bremsen kannst. Und ja, das balance sich dann halt aus, ne? Ja, klar, in der Zeit balance sich es aus, aber vom Fahren fühlt es sich halt einfach trotzdem anders an. Das ist schon echt lustig. Gerade auch wenn du dann so irgendein GT3 hast, der ähnliches Speed fährt wie du und gerade frisch aus der Box kommt und du schon mit den abgenudelten Reifen, merkst halt richtig so den Unterschied auch nochmal so on-track. Das ist schon ganz lustig dann. So. Ja, also ich werde mich jetzt erstmal verabscheuen bis heute nach dem Mittag. Ja, dann guten Appetit. Und ich hoffe, drück auf den Pott. Genau, ich hoffe, du bekommst es jetzt da allein hin und wünsch Dizzy dann viel Glück, dass er da das ordentlich durchbekommt, du natürlich auch. Da jetzt Duki nochmal Tschüss und dann hören wir uns spätestens kurz vor Rennende noch einmal. Also ich bin jetzt erstmal raus. Screenshot wünsche euch auch noch. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Clemens, das RS... RC-Team, das ist ein GT4-Team, soviel ich weiß. Die sind hier auf Platz 40 in The Pit. Moment, da waren sie gerade. Hier unten siehst du das. Oh, da war hier auch eine Übersicht. Gaming, ne. RF Ninestar, das ist tatsächlich eine Meisterschaft. Das ist jetzt auch das letzte Rennen der Saison. Das vorletzte Rennen sind wir ja leider nicht mitgefahren. Deswegen ist die Meisterschaft für uns eh schon so ein bisschen gelaufen gewesen. Und deswegen haben wir eh gesagt, das letzte Rennen nehmen wir ja so ein bisschen spaßig mit und ich glaube, das tun wir auch ganz gut und ja, platzierungstechnisch ist jetzt sowieso, jetzt ist eh alles egal. Wie man sieht, sehr abgeschlagen, Platz 26. Wie gesagt, ich habe eigentlich so mit der Top 20 gerechnet, die hätte ich auch eingepeilt, das wäre auch realistisch gewesen, aber dann ist es jetzt halt nicht so. Aber deswegen sollte der Spaß und die Lust und die Laune deswegen nicht dran verloren gehen und ja. Ivan gab halt, anscheinend, also, ich hab's leider selber nicht mitbekommen, oder was heißt leider, aber gab wohl viele Dreherunfälle, dann früh am Rennen gab's ja ein Disconnect noch, war halt eigentlich alles ein bisschen nicht so geil. Tom Blair, wir standen ganz gut in der Meisterschaft tatsächlich, ja. Also halt nicht um den Meistertitel, aber so um die Top 10 und so wäre noch drin gewesen. Also wären wir das letzte Rennen mitgefahren, hätten da vielleicht einen Top 10 Finish hinbekommen, auch hier nochmal so Richtung Top 10.
Dann wäre das auf jeden Fall drin gewesen, ja. Aber jo. Es lässt der Dugi aber richtig fliegen hier. Nochmal eine 45. Nice. Ja, Night Follower, mach's gut. Ja, das Niveau Q-Log ist halt so eng zusammen, dass du halt, wenn du mal hinten bist, unmöglich aufholen kannst. Das ist halt einfach, das ist mir halt auch stark aufgefallen. Boah, ich blende es wieder aus, ey, das nervt einfach, dieses Rumspringen rein die ganze Zeit. Ja, nee, also das ist klar. Oh, yeah. Mr. Tiger, da hast du dich verguckt. Die niedrige 45, das ist die beste Rundenzeit. Die hat Michel gefahren Anfang des Rennens. Also um kurz nochmal die Zahlen, wenn ihr selber ins Live-Timing geht, ne? Also das, was ihr da so ausschnittsweise seht, das könnt ihr ja selber angucken. Ja? Live-Timing ist in der Livestream-Beschreibung verlinkt. Jetzt, Moment, kann ich euch die Maus einblenden? Achso, ich sehe die Maus gar nicht. Warum seht ihr die Maus da gar nicht? Das ist natürlich doof. Ja, geil, wir können es trotzdem mal durchgehen. Also ihr seht ja die Rundenzeiten, die Zahlen, also das, was ganz vorne steht. Also diese 1,45, 1,21 ist die beste Rundenzeit des Teams. Das, was ihr daneben seht, diese 1,47, 3,78 ist die durchschnittliche Rundenzeit des Teams. Die Prozentzahl ist quasi, ja, das ist in Prozent ausgedrückt, also unsere Konstanz. Ja, wenn wir jetzt 100% da hätten, dann wären unsere Rundenzeiten alle exakt gleich. Ja, also wenn wir immer eine 46,5 Klapp fahren würden, da würde 100%, jetzt hat man auch eine Maus, glaube ich, ja, dann hätte man eine 100% Quote, jetzt haben wir eine 97,8% Quote, das heißt, wir bewegen uns halt in der Konstanz, ist, ja, okay, ist, denke ich, für ein Team eher schlecht eigentlich sogar, also normalerweise, wenn man es auch vergleicht mit anderen Teams, also man sollte eigentlich schon eher so bei 98,5 oder so sein, das wäre eine gute Konstanz. Also man sieht, dass unser Team-Gap dadurch halt natürlich ist auch ein Zeichen dafür, nicht jetzt das Beste ist. Ja, und das sind die letzten Rundenzeiten. Ich glaube, so liest man die auch. Also in der Reihenfolge erst hier, dann geht es hier, hier, hier und dann geht es hier unten weiter. Das heißt, das ist die Rundenzeit vor 8 Runden. Die neueste Rundenzeit, das dauert kurz, ist jetzt wieder reingetroppt. Das war jetzt eine 1,48. Genau. So könnt ihr es verstehen, das ist bei jedem Team dann gleich, wenn er jetzt auch Vergleich zu anderen Teams macht. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu, wir sind weiter vorne gehen, gehen wir zum Beispiel zu Abgefahren 1,
Da sehen wir dann, bessere Rundenzeit ist deutlich schneller. Der Durchschnitt ist schon fast so schnell wie unsere beste Rundenzeit. Eine extrem hohe Konstanz, eine 98,9, also fast eine 99-prozentige Konstanz, was das Team hier fährt. Und eben auch die letzte Rundenzeiten extrem schnell. Ja, aber deswegen sind die halt auf 2 und wir halt nur auf 26, zum Beispiel, unter anderem. Ja. Also, ja, um das einfach auch nochmal zu sagen. Firim ist nichts geplant. Also keine Ahnung. Felix, ich werde erst ab 12 ungefähr ins Lenkrad greifen. F9-Star, schau mal in die Livestream-Übersicht. Da haben wir alles Wichtige verlinkt. Da ist alles eigentlich verlinkt, was es zu wissen gibt. Der Gamer, ja, dann, ey, dann leg dich lieber mal hin und dann bist du vielleicht zum Finale wieder da. Deswegen danke fürs Dabeisein und gute Nacht. Marco, grüß dich. Ja, guten Morgen an alle. Schön, dass ihr am Start seid. Auch schon wieder 500 Leute wach am Sonntagmorgen. Wobei ja, langsam darf man am Sonntag mal wach sein. Ja, langsam Richtung 10 Uhr. Oh, ich bin allerdings müde und voll im Sack. Aber ich habe auch kaum geschlafen. Ich darf auch müde sein. Nico wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch gar nicht. Können wir auch noch keine Auskunft geben, weil wir es noch gar nicht besprochen haben. Tobias oben links. Duki steht da. Dann wird er wohl fahren. Ja, seine Cockpit-Sicht auch in der Stream-Übersicht verlinkt. Also könnt ihr auch mal live aus dem Cockpit zuschauen und was er da so berichtet oder nicht berichtet. Nico, auch das siehst du in der Stream-Übersicht auf Seite 2. Bastian, ich bin wieder. Also ich habe zwischen 3:30 bis 7 gepennt und um 7:30 habe ich den Stream angeschmissen. Domplayer, das ist wohl richtig, ja. Ja, moin moin an alle. Warum ist denn das jetzt einmal so abgeschnitten? Also manchmal verstehe ich das nicht. Ja, Lucien, das
ist halt so im Internet. Heutzutage fragt man lieber, als selber nachzuschauen. Also ich komme da auch noch irgendwie aus einer anderen Ecke oder keine Ahnung. Also mir war das oder ist das auch heutzutage noch immer super peinlich, tatsächlich nachzufragen, wenn es eigentlich überall steht so. Also wenn ich jetzt was frage, weil ich es halt echt nicht sehe und dann mir jemand sagt, das steht doch da und dann denke ich auch so, fuck, wie peinlich. Hätte ich ja sehen müssen. Aber heutzutage ist es anscheinend irgendwie so das Normale geworden. Also ich will euch nicht verurteilen, aber wie gesagt, ich selbst mache es auch nicht so. Also ich auch in einem Video, wenn ich ein Video gucke und mir eine Frage in Sinn kommt, dann schreibe ich die Frage nicht direkt ins Kommentar, sondern gucke mir erst das Video zu Ende, weil ich dann manchmal denke, ja, vielleicht wird genau diese Frage in diesem Video ja noch beantwortet. Und siehe da, das ist tatsächlich sehr oft der Fall. Aber es ist, wie gesagt, heutzutage wohl einfacher, direkt die Frage zu stellen, als selber zu schauen, zu recherchieren. Aber wie gesagt, in der Regel, wir bieten euch den Service an. Ich denke mal, es ist ja auch immer die laute Masse, ne? Also die fragen, sind halt laut und die hört man. Und die nicht fragen, die haben halt wohl geschaut. Und dann vielleicht ist es auch extremer, als man denkt. Also vielleicht die meisten werden auch schauen. Ich finde es nicht schlimm. Ich beantworte gerne auch die Fragen oder verweise euch auf diese Links und Informationen hin. Alles gut. Klingt jetzt dramatischer, als es ist. So war es nicht gemeint, aber manchmal muss ich auch ein bisschen schmunzeln und denke so, Mensch, steht doch eigentlich da. Also wir versuchen ja wirklich euch so viele Informationen, wie es ja irgendwie nur geht, euch auch wirklich über Videobeschreibung, über Nightbot-Befehle, was auch immer, irgendwie rauszuhauen. Also deswegen. Wann kommt wieder DDM bei Dookie? Ja, das fragen wir uns alle, Kay. Das fragen wir uns alle. Q-Log, ja. Dämpferkit am Gaspedal, ja. Lelul, ja, das konnte man sich natürlich aussuchen am Anfang der Saison. Aber wir fahren ja schon die ganze Saison mit dem Audi. Und da konnte man natürlich jetzt auch nicht mehr wechseln. Also da haben wir uns einmal festgelegt für die ganze Season. Und ich denke, es war auch die richtige Wahl mit dem Audi. Speedy, ich selber habe es auch nicht mitbekommen, weil ich da in den 3 Stunden, in denen ich gepennt habe, wohl down under war. Anscheinend Dreher, Unfälle, also ja, es ist irgendwie alles zusammengekommen. In hoher Perma-Damage und so weiter und so fort. Ja, Mercedes, das, was ich gerade eben gesagt habe, ne? Einfach mal schauen. Da gebe ich jetzt keine Antwort drauf. Gut, Memphis hat es jetzt schon beantwortet, aber ja, manchmal. Neu Evil Lab. Ja, das geht aber nicht, du. Shorty, nee. Haben wir nicht. Also haben wir jetzt auch gar nicht die Manpower dafür, jetzt da noch einen Rennbericht anzufertigen oder sowas. Also ich glaube, das kriegen wir auch noch so per Stream noch gut zusammengefasst. Genau, Linus, die Klasse kann man wechseln und verliert aber alle Meisterschaftspunkte, aber in die GT4 wollten wir jetzt nicht gehen. Gab auch keinen Grund dazu. Und ja. Prime, auch hier wäre die Antwort, wie gerade eben gesagt, den Blick mal in die Videobeschreibung werfen. Das würde tatsächlich, ja. Hast du das Gefühl, als hätte ich das gerade gar nicht gesagt, ne? Es geht genauso weiter. Ah, sehr geil. Luis, ich bin der R-Held. Daniel, nee, fällt heute aus, aber es gibt nächsten Freitag oder kommenden Freitag einen Community-Stream in Warzone. Und natürlich dann nächsten Sonntag wieder ganz normal den Frühstück-Stream in Warzone. Da muss ich leider aber heute vertrösten. Tut mir leid.
Hypnosekröte, das ist doch die Hauptsache. Das soll es gehen. Ich glaube, das ist jetzt der letzte Stop. Ich frage mal nach. User left your channel. User joined your channel. Mende. Neurobeats, wenn du nur den Start gesehen hast, dann es gab ein Disconnect, also vom Server geflogen. Es hat ein paar Minütchen gekostet. Es gab wohl jetzt gerade in der Nacht viele Dreher, viele Umfälle. Habe ich es auch nicht gesehen. Also ich sage auch nur das, was die anderen gesagt haben, aber es wird ja schon seinen Grund haben. Und ja. Es ist, wie es ist, ne? Ist, wie es ist. Mal, mal kurz gucken. Ja, jetzt haben wir 6 Evils, aber passt schon. Ja, sind auf jeden Fall gut. Ey, ist krass, wie wir sind 17 Runden. Das muss ich mir mal vorstellen. Wir sind 17 Runden hinter dem Führenden. Der Führende ist 17 Runden vor uns. Das ist okay, das muss ich Duki nochmal berichten. Das finde ich ja eine krasse Statistik. Nee, Robert, alleine war er nicht. Rampy war ja da. Hallo? Dieser Scheiße. Außerdem war ich. Eigentlich wollte ich direkt nach meinem Triple Stint pennen gehen. Ich war sogar noch den ganz, seinen ganzen ersten Stint da. Den zweiten konnte ich nicht noch machen. User left your channel.
Ja, krass, ne? Also, das ist schon heftig. Aber sieh mal, was das halt so auf die Distanz dann ausmacht, ne? Also, Podium ist machbar, genau, Thorsten. So sehe ich das auch. Cody, tatsächlich, glaube ich, nur 31 oder 32. Also, wir sind nicht so weit weg von ganz hinten. Aber wie schon gesagt, selbst die auf Platz 30 oder 31 oder wie auch immer, fahren echt schnell. Deswegen, das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, boah, hier hinten, das Niveau ist echt krass. Also, das muss ich einfach nochmal betonen. Das ist aber schon die ganze Season hier an der VR. Also, das ist schon, also, selbst wenn du nicht Letzter wirst, ist das gut. Also, das, da muss man sich nicht dafür schämen. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ray weiß, wie man motiviert, ja. Es ist halt krass, also es hat mich jetzt selber ein bisschen geschockt. Thomas, ja, dir auch guten Morgen und allen anderen auch guten Morgen. Ich meine, die Runde ist relativ kurz, ne, da hat man natürlich relativ schnell mal einen Rückstand von ein paar Runden, aber 17 ist halt schon. Also das ist schon eine andere Welt irgendwo. Julian, genau. Danke. Ja, du musst ein bisschen weiter unten gucken, Teppichhunger. Platz 25, Red Dot Racing. Ist auch ein bisschen dunkel markiert. Eigentlich sollte man das direkt sehen. Ich habe das ja extra hervorgehoben. Thomas, wie du siehst, bin ich wohl nicht am Steuer, ja? Also es wäre ein bisschen schwierig, aus dieser Sicht zu fahren. Nee, der Duki fährt, steht ja oben. Markus, ja, fit, ja, geht so, ne? Also ein bisschen müde auf jeden Fall. Aber alles gut. Kassen wir, wenn du eine gescheite Runde aus der Sicht hast. Und so, niemals. Also eine Runde würde ich schaffen, aber definitiv keine gescheite. Markus, mal Ausrufezeichen. Ich weiß gar nicht, wie der Befehl ist. Dimskin, Skin, Livery. Am Memphis wird es gleich raushauen, dann kriegst du deine Antwort. Wo ist denn dein Nickname? Florian soll das abgekürzt heißen, vielleicht. Ja, man kann es schon mit Controller spielen, ist aber nicht zu empfehlen. Also, ja. Also es geht schon, aber den maximalen Spaß wirst du halt nur mit Lenkrad wahrscheinlich haben. Also ich bin ja meine ersten Assetto Corsa Videos, die ich auf dem Kanal veröffentlicht habe, habe ich auch mit Controller gemacht. Ah, du kannst ja ein bisschen Fahrhilfen und so dazu schalten, dann geht's schon. Aber wie gesagt, das richtige Erlebnis wirst du, ja, so langsam dürfte der Grund auf diese auch mal aufstehen. Ah,
Also ich gebe ihm jetzt mal bis halber Zeit, ansonsten muss ich den Ernstfall einplanen. Ja, Knipser, das steht ja außer Frage, aber die Frage ist ja nicht, ob es schnelle Leute gibt, sondern die Frage ist ja, ob man selber damit seinen Spaß haben kann, ne? Welche Position wir haben wollen, tatsächlich Stand jetzt ankommen einfach. Also durchziehen, Spaß haben jetzt nochmal die letzten fast 5 Stunden. Also jetzt geht es wirklich nicht mehr um Positionen, also das ist raus, ja. Also ich hätte, wie gesagt, am Anfang, also bevor wir ans Rennen gegangen sind, habe ich ja gesagt, Top 20 so sehe ich als cooles Ziel an, aber es ist unrealistisch, es ist absolut unrealistisch, da noch vorzukommen. Das kann man sich so ein bisschen durchrechnen. Wir sind nicht schneller als alle anderen und haben auch, glaube ich, noch einen Pflichtboxenstopp mehr zu erledigen und ja, das ist... Das Thema ist durch, ne? Ja, Prime, klar, warum nicht? Ben aktuell ACC. Also hast du da große Kompetition, ne? Ja, das schafft er ja auch, ne? Der Tiffy Top 20 gekommen. Boah, das wird richtig heftig, ey, das am Schluss zu fahren, weil ey, ich bin echt Tudi. Mr. Tiger, vielen Dank für die Info. Ja, Schieb, ist echt so ein richtig unförmiges Ding, ey. Ja, Q-Lock, Pedale sind meistens bei den billigen Lenkrädern das Problem. Deswegen sage ich auch immer, eher über ein Pedal-Upgrade nachdenken wie über ein Lenkrad-Upgrade. Das macht viel, viel mehr aus. Schönen guten Morgen. So, schönen guten Morgen, ihr Pissnelken. Was? Ja, was? Für morgen? Ja, ich habe ja gehört, als ich schlafen gegangen bin, hast du dich ja nochmal richtig krachen lassen auf der Strecke. Hey, jetzt aber nicht in dem Ton, weißt du, wie ich meine hier. Alles cool. Dieses Jahr haben ja, bei mich lief es ja anscheinend auch nicht geil. Der hat ja auch irgendwie wohl zweimal abgeräumt, hatte dann irgendwie 7% Permaschaden nochmal drauf und so. Das war auch anscheinend, lief es halt gar nicht anscheinend. Ja. Oh ja, mich hat in der Schikane hat mich einer so weggenockt, Junge, der wollte mich, glaube ich, auf einem anderen Planeten beamen, ey. Ja, das, Michel hat das ja gemeldet bei der Rennleitung, aber da ist jetzt das Ergebnis, dass keine weitere, ja, wie auch immer, Action, bla blub. Also sehen das wohl als Rennunfall, was auch immer. Okay. Was Michel jetzt gemeint hat, nicht so sieht. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ja. Was ist das? Ach, der Schikanenvorfall war ein Rennunfall? Ja, beziehungsweise es gibt halt keine Strafe für die. So, das Ergebnis der Rennleitung ist, sie werden nicht nichts, keine weitere Action, so nach dem Motto. Ach so, ja, gut. Ja, aber ich kann ja mal gucken, ob ich es nochmal finde. Die haben irgendwas dazu geschrieben mit, also Michel hat nur gemeint, das findet er jetzt ein bisschen doof, aber ja, das kann man gucken. Hey Siri, aktiviere jetzt Büro an. Moin zusammen und einen schönen ersten Advent. Waren das
Muss er da irgendwo stehen? Sag mal, hat Michel hier nichts, hat Michel jetzt hier nichts rausgeholt, oder was? Nee, wie gesagt, der wurde auch zweimal abgeräumt anscheinend, hatte den übelsten Permaschaden, konnte überhaupt nicht schnell fahren und, ja. Ja, ich habe gerade jetzt auch Dugi gesagt, ist eigentlich gar kein Problem. Ich bin mal kurz durch die Statistik gegangen. Also wenn man mal jetzt sieht, wo wir gerade stehen und wo gerade der Führende ist, wir sind nur läppische, ganz, ganz, ganz wenig läppische 17 Runden hinten dran. Ja, kann man mal easy reinfahren, ne? Ich meine, 17 so. Runden mal 1,45er Zeiten oder 46er, kannst du aussehen, wie weit wir zurückliegen. Ja, ist krass. Ich kann mal gucken. Hä, wo hat denn der das Ding gelesen? Ich finde es gar nicht. Ey, als ich in der 1, 2, 3 gegen. Als mein Wecker eben ging, habe ich gedacht, die Welt will mich gerade verarschen. Wollt schon. Ja, das glaube ich dir. Wollt schon. Wieder auf Schlummermodus. Nee. Moinsen Chats übrigens, ich hoffe, euch geht's gut. Übrigens, Bonjour, dankeschön für den Host vor 3 Stunden. Ich war allein im Bett. Mensch, das kann man sich jetzt auch mal auf die Flagge schreiben. Ha! Schön von Bonjour gehostet worden mit 500 Zuschauer, aber gar nicht da. Läuft, danke. Schneller als meine persönliche. Das ist ja auch geil. Mokta, dankeschön. Ach, kriegst du einen Host, bist aber gar nicht da, was ja auch nur, ups, irgendwie weit läuft, lässt. Sehr gut. Mokta, dankeschön für 9 Monate und Andy Fein, dankeschön für 23 und Malle, dankeschön für 41. Ich habe ja geträumt, ich komme wieder und habe irgendwie 5000 Subs, aber naja, ich hätte wohl doch im Sitz schlafen müssen. Also leider finde ich gar nicht die Entscheidung der Rennleitung, also zumindest mal nicht aufgeführt, ich weiß nicht, wo Michel das gelesen hat. Weiß ich nicht, aber... Ja, wahrscheinlich im Live-Timing selber. Da steht es ja da auch manchmal. Michael hat bestimmt von links geräumt. Am Waschbären. Ja, der ist ja schon jetzt unterwegs Richtung Waschbär-Schlemmern. Der kommt wohl erst ganz am Ende wieder irgendwie. Ist das Duki sein letzter Sinn? Das ist korrekt, ja. Also du kannst schon so langsam zum Einfahren, was auch immer. Hör auf, ich bin heute Nacht im Autopilot-Modus gefahren. Ich glaube, ich muss mich nicht mehr einfahren. Ja, dann. Michael hat mich gekillt so. Du hast 20 Minuten früher, glaube ich, schon aufgehört. Und dann kam Michael und Michael hat eine halbe Stunde später erst angefangen. Alter, ich war so durch heute Nacht, Ray. Also wirklich, ich bin am Ende auf... Ja, wie? Bist du ein Stint mehr gefahren, oder was? Ich bin ein Stint mehr gefahren, ja. Ach so, du bist ein Triple gefahren. Ich bin ein Triple gefahren, ja. Ach so, okay. Ja. Ich war aber richtig im Arsch, Junge. Ich saß ja am Ende im Sitz drin. So. Ich war komisch. Ja, dann ist ja Michel, Oder vielleicht jemand aus dem Chat. Dann ist ja Michel eigentlich der schwere Nöder, eigentlich der da. Ey, ohne Scheiß, im wenn Plan. Wenn der dich da länger zu spät kam und so. Weil ich bin ja sogar noch länger geblieben. Ich war ja noch deinen kompletten ersten Stint, war ich ja noch da. Eigentlich wollte ich ja direkt pennen gehen nach meinem. Ja. Und dann war ich ja die ersten, keine Ahnung wie viele Runden deines zweiten Stints, war ich ja auch noch da und hab dir ja dann gute Nacht gesagt. Dann bin ich ja dann pennen gegangen. Ja. Ja, dann kam der Michel wohl zu spät. Obwohl ich ihm gesagt habe, er soll 20 Minuten früher kommen. Nein, er ist nicht zu spät gekommen. Der war ja um 3.30 Uhr war der schon da. Ja. Und um 24, also der kam dann irgendwann in mein Voice und sagte so, ich muss jetzt nochmal schiffen und dies und das und Ananas. Und ich so, Alter, Michel, was? Ja, fahr mal noch ein bisschen. So, und ich hatte halt aber, ich habe noch ich hatte den Incident, der mich gedreht hat. Und dann hat Rampi, glaube ich, mit Chat entschieden, ich mache einen Longstop. Und dann habe ich halt nochmal Sprit reingekriegt. Und dann bin ich weiß gar nicht, 260 Liter oder so bin ich dann rausgefahren. Und dann Michel kam dann am Ende wieder und sagt so, ey, das ist ja so, damit wir am Ende irgendwie kein Splash and Dash machen müssen, machen wir noch den Tank leer. Alter, und ich habe ja schon aus der allerletzten Ritze gepfiffen, Junge. Oh Gott, okay. Zwischendurch. Michel, also Konzentration und so ist nicht mehr da, ne? Ja, komm, das kriegst du jetzt auch noch weg.
die paar Spritzer Sprit da drin und nicht weiter. Ja, mich lädt. Jetzt ist er wieder so ein Masochist, ey. Ja. Komplett dead. Nee, der Michel fährt nicht mehr. Der ist hat seine Pflicht mehr oder weniger erfüllt. So, also ich muss ja Duki noch Bescheid sagen. Mein Sinn war okay heute Nacht. Also, gesagt, also okay. Den Runden aufholen, dann ist der Sieg noch drin. nee, also da geht. Also, hab ich schon eine? hab ich schon geschafft? Ich glaube nicht. Bin ich schon da? nee, also 25 ist, glaube ich, das absolute Maximum der Gefühle, aber was realistisch ist, wahrscheinlich sogar eher 6, 27. Okay. Sogar, weil wer sogar was Longsop betrifft, eher. Wie war eure Nacht so? Wer hat die Nacht durchgeguckt? So. Also, wir gucken. Ich muss, glaube ich, gleich glaub, noch nicht warm fahren. Ja, so ich muss mal die Heizung anmachen. Ich habe nicht kurz Hose an. Letzter werden wäre noch ganz schön. Und, ja. Nicht letzter werden? Ich glaube, wir sind sogar. Wie viel haben wir denn überhaupt in der GT3? Dass wir nicht letzter werden? 36? 31 oder 32. Okay. Doch nicht mehr. Nur. Nee, oh, holy mointen. Ich musste übrigens meinen Wonti heute Nacht in die Wäsche machen. Der war von oben bis unten klatternass. Ich habe so geschwitzt heute Nacht. 33, aber zwei sind schon raus. Das heißt, on track. Halt zwei eingepennt, aber um 6:30 wieder wach. Ja. Ja, okay. Ich hab's gerade vorher auch gesagt. Das Niveau ist so hoch, also. Den haben wir ja schon beim Quali gesehen, ne? Hey, also, gut, warum das Ding mal? Ich hab aber alle ganz anders gespielt heute. Ja, ja. Also wirklich. Ja, die Dichte ist halt auch gerade diese Saison im Vergleich zum letzten Jahr auch echt nochmal viel länger zusammen. Das hat man auch die ganze Saison schon gemerkt. Ich werde da mal zwei Runden und drehen und dann. Michael hat es auch gerade gesagt. Einer. Hoffentlich kriege ich jetzt nicht. Hoffentlich haben wir nicht wieder so ein Spaßding hier mit. Dizzy, jetzt kannst du noch mal 3 Stunden Stint fahren. Bin kurz mal weggenickt. 10 bis 15 Minuten. Ey, Kritin, moin. Übrigens, nach dem 24-Stunden-Rennen gibt es übrigens keinen Stream mehr. Okay, und Montag ist frei. Nur mal so nebenbei. Ich glaube, ich werde mich nachher auf die Couch ballern und ich werde mir den ganzen Tag irgendein Shit reinziehen. K sind noch da. Nee, 31 GT3. Es waren ja auch noch GT4 mit. Ich habe heute Nacht halt wirklich geträumt, dass ich irgendwie. Also, so, er meint so circa 20 Runden oder so fährt er noch. Dann ja, darfst du. Ich habe schon Sprit gesehen. Ich bin auch schon am Warmfahren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er sich das eingeht. Okay, ich habe mir schön den dreckigen Pullover angezogen. Oh, läuft gut. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich funktioniere noch nicht so richtig. Also, verbal. Vom Auto her. Alles gut. Ich bin auch nicht wirklich wach. Ich hab 3 Stunden so halb geschlafen. Es wird sich spätestens mit Rennende übelst rechnen, glaube ich. Also wenn das Formel 1 Rennen heute langweilig wird, ich glaube, ich nutze ein, ne? So, wenn ich jetzt noch persönliche Bestzeit schaffe, dann bin ich zufrieden mit meiner Leistung. Du fährst den letzten Stint, ne? Ja. War Dugi pünktlich?
Ja, was heißt pünktlich? Keine Ahnung. Gut, muss ich wissen. Wenn ich die letzten Stunden mit Yugi zusammen bin, muss ich ihm das ja vorhalten. Ach so, ja gut, ich bin ja nach ihm gekommen. Also ich denke schon, dass er pünktlich da war. Ja, Rampi hat, glaube ich, auch gut gelitten am Ende. Das glaube ich auch. Der war richtig am Arsch. Ja, das glaube ich. Ja, wann ist der denn gegangen? Hast du das noch mitgekriegt? Nee. Also ich war fertig mit Fahren, hab meinen Stream irgendwie so schlafready gemacht und dann bin ich einfach unter die Dusche und dann wie lange der noch gestreamt hat, ins Bett. Also auf jeden Fall fast 10 Stunden gestreamt, sehe ich gerade. Hat um 8 Mann. Bis um 6 ungefähr gestreamt haben noch. Sechs? Man hat aber auch länger gemacht. Glaube, ja, müsste aber auch mal. Ich kann ja mal gucken, wann er Schluss gemacht hat. Bei 9 Stunden Restzeit. Heißt, jetzt muss ich rechnen, oh Gott. ja, das kommt hin, 6 Uhr. Also ziemlich 6 Uhr heute Morgen hat er dann Schluss gemacht. Also eine halbe Stunde länger, als er wollte. Er wollte ja bis 5:30 eigentlich nur machen. Ja. Mustis, heute 17 Uhr, also nach quasi nach dem richtigen F1-Rennen kommen dann das Quali. Und nicht bitte so spam Mustis, ja. Einmal fragen ist okay, habe auch die erste gelesen, da musst du nicht nur jetzt 10.000 Mal da raus, rums, bam. So früh morgen, ne, oder ein bisschen. Ja, die fährt ordentlich auf jeden Fall. Frage, warum streamt Duki den nicht und wieso? Er streamt doch! Mogelord, er streamt doch! Duki streamt doch! Hypnosekröte, womit bist du denn da nicht zufrieden mit? Also was ist es, und ist es dein erstes Lenkrad so oder hast du vorher schon Lenkraderfahrung? Weil ich würde nicht gleich, ich glaube, wenn du noch nie ein Lenkrad vorher hattest und direkt damit Lenkrad anfängst, kann natürlich am Anfang das sich erstmal komisch anfühlen und so. Und anders als man vielleicht denkt. Hui, da trifft er da. Erstes Lenkrad. Ja, also ich würde einfach ein bisschen üben und so. Ich glaube, das wird jetzt nicht unbedingt mit einem anderen Lenkrad besser werden. Je nachdem halt auch mal gucken, dich mal informieren auch bezüglich Force Feedback, Clipping, dass du das nicht so hast, weil ich glaube, das ist halt bei den kleinen Lenkrädern doch halt mal schnell passiert, dass die klippen. Also was ich damit meine, wie gesagt, einfach mal selber googeln und selber recherchieren. Ich glaube, das erklärt sich dann von selbst und wie man das am besten verhindert. Weil ich hatte am Anfang auch immer überall Force Feedback Clipping und habe mich dann gewundert, warum, ja. Naja, Clipping ist doch schnell erklärt in einem Satz. Clipping ist, wenn zu viel Force Feedback da ist und der dir das nicht mehr hundertprozentig übertragen kann. Dann brauchst du ja jetzt nicht googeln, sorry. Ja und nein, also das Force-Feedback-Signal, was halt von der Simulation, von der Software kommt, kann halt nicht in die Hardware quasi in Stärke umgemünzt werden, so halt quasi. Also die Hardware ist zu schwach, um das umzusetzen. Deswegen muss das Force-Feedback quasi schwächer eingestellt werden in der Software, damit
die Hardware es hinbekommt, das Halbtipping. Aber halt, ich meine, in Bezug auf, wie ich stelle das halt richtig ein, dass er es nicht hat. Deswegen bei den schwächeren Lenkrädern immer die Top-Tipp-Empfehlung. Stellt hardware-seitig immer auf 100% ein, Stärke vor Feedback-Stärke, und nur in der Software reduziert ihr die Stärke. Niemals umgekehrt. Weil sonst habt ihr auf jeden Fall Clipping. Oh, weißt du, was mir gerade einfällt? Nee, was denn? Starlight Express! Viel Spaß mit dem kurzen zum Frühstück. Jetzt. Ja, genau. Viel Spaß mit dem kurzen zum Frühstück. Wie heißt dieses Leaderboard? Ich glaube irgendwas mit AO, AO Stats oder sowas, glaube ich. Du meinst Lifetiming oder was? Ja, irgendwie das, was, genau, Lifetiming, ah, irgendwie. Also wir haben es auf diesem Übersichtsdings eigentlich verlinkt, auf der Seite 1 müsste irgendwo Lifetiming sein, also darüber kriegt man es auch. Nee, das, was Duki oben in der Ecke hat, wo steht die Standings und die Relative. Die Dynamik, so. Wenn man ein bisschen langsamer ist oder so. Ach so, ja, das ist von der VR selber, also von da der Liga, wo wir jetzt fahren, selber eine App. Also die funktioniert auch nur in diesen Rennen. Also falls jetzt jemand die App auch haben will, das wird nur funktionieren, wenn man hier in so einem Rennen mitfährt. Also wenn du jetzt offscreen, dann funktioniert die gar nicht, weil das serverseitig gesynkt wird quasi. Moinsen Droggel. Aber ja, die heißt irgendwie irgendwas VR, AO Stats oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Ob ich ausgeschlafen habe? Ich glaube, das brauchst du beim 24-Stunden-Rennen nicht fragen, ob man ausgeschlafen hat. Also wenn jemand einen Fahrer bei 24-Stunden-Rennen auslaufen kann, dann ist definitiv irgendwas nicht ganz richtig in der Planung gelaufen. Oh, die direkt daher? Ja. Hey, Budi Moinsen. Noch circa 15 Runden. Noch circa 15 Runden. Außer Typ. Oh, zum Glück habe ich nur einen Stundenstint, ey. Und Gnade, die Gott, irgendeiner von euch kriegt da eine andere Idee. Ey, dann scheiße. Ich kann noch mal überlegen, ob ich dir vielleicht einen Stint abgebe. Halt deine Schnauze, ich fahre nicht die meisten Stints, ey. Dann wäre ich die meisten Stints gefahren. Weißt du, gestern noch so, ich darf nur 5 fahren und dann soll ich die meisten. Ich habe nicht gesagt, ja, ich habe nicht gesagt, ich darf nur 5 fahren. Was ist das ja, jetzt hier schon? Nee. Aber man hätte es so interpretieren können, so. Ja, hätte Fahrradkette. Ja, hätte. Hey Freling, Moinsen. Oh. Oh. Mir hat schon jemand die Bürotür zugemacht, das heißt, ich bin zu laut. Ja, um die Uhrzeit, ne? Sonntag, da schläft man noch. Ja. Ja, ich habe schon extra mein Bett auf der Couch aufgeschlagen heute. An RW Channel mit der Frage, ob das Ingame 24 Stunden sind oder Realtime, sowohl als auch. Also es ist 1:1. Und da das ja auch hier durch die Sol-Mod auch mit dem aktuellen Tag gelockt ist, also sprich Monat, Tag etc., ist eigentlich auch so der Sonnenaufuntergang auch ziemlich parallel. Natürlich immer abhängig davon, wie es bei uns mit dem Wetter ist, weil hier haben wir meistens nur ein paar wenige Wölkchen. Da ist natürlich ein bisschen Unterschied, aber meistens ist es echt ziemlich identisch. Wise Kid, nee, so gut sind wir nicht. Wir sind Red Dot Racing. Immer wieder gut, dass die Leute denken, wir sind abgefahren 1 oder 2. Also, ja, sind wir. Ja, wir sind da vorne, das ist easy. Ah, so, ich werde mal noch schnell einen Tweet verfassen, dass wir live sind hier, ne? Na gut. Ja, dann do that. Habe ich auch gemacht heute Morgen. Ja, hab ich schon gesehen.
Moinsen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass ein Körper unter diesen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Belastungen bereit ist, solche Automatismen abzurufen wie beim Rennsporn. Also dass man im Halbschlaf quasi die Strecke noch fahren kann. Ja, vor allem, wenn du jetzt richtig hardcore trainieren würdest vorher, also nicht so wie wir, sondern so richtig, richtig übertrieben, wie die meisten anderen Teams, dann ist das sogar noch viel extremer. Also ich weiß nur, letztes Jahr, als wir hier mitgefahren sind, da haben wir einen Monat vorher schon angefangen zu trainieren, also da haben wir richtig gut trainiert und alles. Und da war das echt krass, also da waren wir echt gut. Da hätten wir auch echt gut in die Top 3 fahren können, also so schnell ändert sich das, ne? Wurde vor einer Woche. Ja, gut. Der Arbeit ausgelacht. Dort war halt ein Lenkradausfall bei Duki und dann ein leckender Lamborghini, der unser Auto dann irgendwo in die Stratosphäre geschossen hat. Ich kannte nur Erdmännchen. War dann dort eher der Grund, der das verhindert hat. Kam ja gerade zu mir und sagte, na du Erdferkel. Dann habe ich diese typische Erdmännchenposition gemacht. Mein letzter Stint war, wie das Internet sagt. Dann hat er den Erdferkel gezeigt. Also der war Junge, was für Viecher? Wow, ich meine Frage. Also ich bin quasi drei Stints gefahren heute Nacht, weil Ray früher fertig war und mich später angefangen hat. Also ich habe ich bin ganz normal mein Ding gefahren. Wir waren halt allgemein schon 20 Minuten zu früh. Ja, alles gut, ist ja nicht schlimm. Erdferkel, Heuler. Und ich habe wirklich aus der allerletzten Ritze gepfiffen. Das wusste auf einmal keiner der so klugen Arbeitskollegen. Julian ist ein 33 GT3, aber zwei haben schon aufgegeben oder sind disqualifiziert. Ne, einer ist disqualifiziert worden, stimmt, der hat die Strafe nicht abgesetzt. Ja. Entweder witzige oder richtige Antwort im Chat lesen. Wahrscheinlich halt auch nicht absichtlich, logischerweise, sondern das wahrscheinlich einfach übersehen oder so. Das ist halt auch heftig. Erdferkelchen. Dugi kennt Erdferkel nicht. Was? Da muss er nochmal den Michel fragen, der frisst es zum Frühstück, ey. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, euch Erdferkel auf Google mal anzuschauen. So ein bisschen der Schwein gewordene Nasenbär. Der Schwein gewordene Nasenbär. Oh je. Ich freue mich jetzt schon aufs Bett, ne? Ist komisch. Man ist aufgestanden, da freut sich jetzt schon aufs Bett. Der war auch schon nicht lustig. Irgendwas läuft da nicht ganz richtig. Ich freue mich nicht aufs Bett. Ich freue mich auf die letzten 5 Stunden. Ich bin jetzt hyped. Ja, das sowieso. Aber ich freue mich halt auf danach. So, weißt du? Das ist so. Das. Andere freuen sich aufs Podest. Ja, auf den Gang. Hey, wir sind auf dem Mittelpodest, okay? Okay. Alles gut. Ich glaube, ich werde auch eine kleine Träne vergießen, wenn wir durch sind. Kann ich an 24-Stunden-Rennen auch noch einen Haken dran machen. Und 24-Stunden-Stream auch noch einen Haken dran machen. Hast du noch nie einen 24-Stunden-Stream quasi gemacht? Ja, doch, irgendwann, als ich jung und naiv war und das Geld brauchte. Aber seitdem ich erwachsen bin, nicht. Ja, ist auch schon heftig. Also alleine zu stemmen, ist es auch echt heftig, so finde ich. Aber die meisten Streamer, die das irgendwie machen, wie schon sagt, sie sind halt jung und naiv. Nee, also es ist schon heftig. Also alleine 24 Stunden Stream, boah. So in einem Team oder ja, so ist ja dann okay, aber der Unterschied, 24 Stunden live zu sein oder 24 Stunden aktiv zu streamen. Naja, ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe eine Videodatei von allen 24 Stunden, okay? Ja, das ist cool. Hat geklappt. Nee, also in der Tat hat keiner Plätze verloren. Ich habe mit 25 abgegeben und wir sind 25. Also ja, das ist, Team hat gecarried, würde ich sagen. Die Position. Aber dann kann Michel auf jeden Fall keine guten Stints gehabt haben. Also, nee, wie gesagt, der wurde angeblich zweimal abgeschossen.
hatte dann halt 7% Perma-Damage obendrauf und dann fährst du halt keine guten Zeiten mehr. Aha. Und wie schon gesagt, mehrfach jetzt betont, so, komm, jetzt das Niveau von Platz 1 bis hier Platz 30 in der GT3 ist halt echt hoch. Also du kannst halt fast nicht aufholen. Wenn du hinten bist, bist du hinten, du kommst nicht mehr nach vorne, weil du kannst gar nicht so viel schneller fahren, um nach vorne zu kommen, weil die Teams alle Top-Zeiten fahren. Da gibt es jetzt keinen. Also die Leistungsdichte ist super eng. Ja. Wegen alleine schon, dass wir nicht Letzter sind, ist auch schon gut. Also selbst der letzte Platz, es klingt jetzt blöd und irgendwie verschönigt, aber es ist einfach Tatsache. Selbst der letzte Platz ist gut hier. Von was gefahren wird von der Speed. Oh, schön kalter Kaffee. Oh, ich zum Glück habe ich gestern noch einen halben stehen lassen. Ich habe auch noch so einen. Der ist auch mittlerweile schon kalt, den habe ich mir ganz heute Morgen ich aufgeschränkt gemacht, aber ich konnte nicht so viel reinballern, weil er noch viel zu müde war. Ja, morgen an alle. Naja, Frühaufsteher würde ich euch jetzt nicht mehr nennen. Früheraufsteher, das ist das, was ich gemacht habe. Halb elf hier oder was? Endlich kann ich das. Ach nee, scheiße, ich kann das nicht sagen. Ich bin um 10 aufgestanden. Ich habe gehört, heute sind noch Community-Rennen. Ja, na klar, sind heute noch Community-Rennen. Am Arsch, auf der Couch was, vielleicht. Was für ein Rennen hast du und mit welcher bitte? Das ist ja nicht gerade pixelig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt positiv oder negativ auffassen soll, Q-Log, aber ich habe eine ganz normale VDSL 100, glaube ich, oder so. Schneller geht leider an dem Kaff nicht, wo ich bin. Und Bitrate habe ich, glaube ich, 9.500 eingestellt aktuell. Schau her. Hier. Handhaare. 10 Runden noch. 10 Runden noch. Krass, jetzt hat er aufgeholt. 10 Runden nur noch Rückstand auf Intel, oder was meint er damit? Schön wär's, ne? Aber wir haben mal ein paar Positionen weiter vorne, wenn's so wär. Ach, Michel, ist euch Stimo in die Karre gefahren? Was ein Dreckschwein, ey. Nee. Andere sind Michel. Also wenn du Michel fragst, sind eher die anderen in ihn reingefahren. Ja. Ich bin dafür, dass Dizzy nur noch oval fährt und im Infield weglässt und dann holt er noch die 17 Runden auf. Na klar, easy. Also wenn wir ab jetzt nur noch oval fahren würden, selbst dann wäre es noch eng, glaube ich. Also wäre es schwierig, noch das aufzuholen. Es ist halt eine gute halbe Stunde, die wir zurückliegen im Prinzip auf 1. Ne? Also das fährst du nicht so einfach mal rein. Nee, die Qualität generell, also bei Duki ist halt, ich glaube, Single-PC und dann nicht mal starker Computer, Leute. Also vielleicht werde ich mit Duki mal irgendwann quatschen. Die mal helfen, dass das nicht ganz so komisch aussieht. Warum sieht es komisch aus? Ich habe noch gar nicht reingeguckt bei ihm. Naja, Duki hat halt so, also ist jetzt nicht schlimm. Ja, vielleicht hat aber auch, also das habe ich ja zum Beispiel auch, wenn ich fahre, habe ich ja die Grafik-Settings auch extrem gedrosselt. Nee, das ist der Stream, nicht die Grafik. Wir fahren bis 15 Uhr. Also noch 4 Stunden und 14 Minuten. Ich fahr gleich noch einen Stint und dann glaube ich, Ray fährt die letzten 3 Stunden dann. Ja, Ray fährt die letzten 3 Stunden und hoffentlich macht Ray noch so einen Mörderstint wie gestern. Also gestern war Ray, also heute Nacht ist Ray echt brutal gefahren. Ja, aber damit hole ich trotzdem leider nichts auf. Ist doch egal, also, aber ey, der ist. Mal realistisch sein. Naja, klar, weißt, du bist ja geballert wie ein Kaputter heute Nacht. Also zumindest nicht so wie ich. Ich könnte jetzt was Fieses sagen, aber ich lass es jetzt. Na, sag doch her. Ja, wie ein Kaputter bist du schon geballert. Weil. Gab ja wohl Unfälle anscheinend. Aber da konnte ich wirklich nichts dafür, Ray. Ohne Scheiß. Nee, alles gut. Also ich wollte an ihm vorbei, er hatte Blue Flag, hat mich nicht durchgelassen. Das ist mir volle Ochse, ist er mir reingezogen. Ja.
Ja, Michel hat's gesagt. Da war ich auch komplett lost. Und ich habe bei der ersten Kurve, glaube ich, ja doch, da haben wir noch miteinander geredet. Also der Dreh in der ersten Kurve war auf jeden Fall auch einfach mal fucking legendary, so. Das war halt super unglücklich, weil da kommst du halt nicht mehr weg, ne? Also nee. Da kommt halt ständig Verkehr. Deswegen sage ich, ja, hast du ja eigentlich alles richtig gemacht, dann in dem Moment dann nicht irgendwie den Panik-Move machen und dann so schnell wie möglich rausfahren und dann gibt's übelsten Massencrash. Überleg mal, legst du den Rückgang ein. und dann gibt's da übelsten Massencrash, ey. Oh. Das ist ja in echten Daytona passiert das ja echt gern mal. Also im echten Daytona. Duki. Echten Daytona. Ja, gibt's ja gern auch mal einen Turn 1, weil der ist halt, die ist halt schwierig, ne? Die erste Kurve. Und da gibt es das öfters mal, dass dann einer steht und dann der eine in den nächsten reincrasht und so. Trotz gelber Flagge und weiß ich was und Slowdowns und so. Das ist, da gibt's Anzeige und ich glaube, die meisten Auffahrunfälle gibt es da wirklich dort. Komm. Konzentration. 8 Runden noch. Deswegen, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Wir haben uns eigentlich so gut geschlagen, das soll jetzt nicht noch peinlich werden. Das wäre es nämlich gerade fast geworden. Triple E hat einfach die Tür zugemacht bei Michel. Ja, das hat Michel auch gesagt, dass die halt übelst auf ihr Recht gepocht haben, was aber halt dann schon nicht mehr fair war. Aber wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube es Michel natürlich schon, weil manche GT4s leider wirklich so, ich habe ja die Anekdote gemacht, das ist wie beim echten Straßenverkehr, wenn Leute meinen so, hey, ich habe hier Vorfahrt, ist mir egal, dass da jetzt gerade ein LKW umrangiert, ich beharre jetzt auf meine Vorfahrtsrechts, dann meinen sie halt, sie teilen jetzt allen eine Lektion, wenn sie das machen, dabei blockieren sie dann alles damit. So ist es halt aber leider auch hier. Klar haben die GT4s, müssen keinen Platz machen, aber wenn du halt schon daneben bist als GT3, dann kannst du nicht einfach zuziehen, ja, das geht halt nicht. Oder einfach die Linie hin und her wechseln, nur dass man nicht vorbeikommt oder so, das ist halt einfach Blödsinn. Das machen halt manche leider und ob jetzt mit Absicht oder nicht oder einfach nur, weil sie es nicht besser können, ich weiß es nicht, aber es ist halt dann schade. Aber ja, dann ist es so oder so. Ich denke auch nicht jede Aktion von uns als GT3 ist perfekt. Das stimmt. Und deswegen, das ist ganz normal, wir schimpfen über GT4s zum Teil und die dann wieder über uns GT3s und ach, jeder will halt sein Rennen fahren, will das Maximum rausholen. Manchmal macht man es gut, manchmal schlecht. Das ist halt so. Aber unterm Strich muss man gucken, dass man im Idealfall beide ohne Berührung durchkommt. Ja, kenne ich Timo. Jan, ja, zwing dich zu nix. Ansonsten, wenn es dich so interessiert oder so, dann lass dich nicht weiter spoilern, schalt ab, dass die ganzen Streams werden ja noch in Aufzeichnung sein, dann machst du genau da weiter, wo du aufgehört hast und dann machst du es genauso, wie wenn es live wäre. Ja, und dann hast du nichts verpasst. Duki, sein Fanatec ist kaputt, das ist in Reparatur, er hat sich jetzt das Thrustmaster ausgeliehen. 19 Liter noch? Okay. Dann gleich mal runtergehen, ne? X-Hype, das ist ein 24-Stunden-Rennen in Assetto Corsa, eine Rennsimulation. Und ja, was willst du mehr wissen? Noch 6 Runden übrig. Krass, wie der aufholt, oder? Noch 6 Runden übrig. Achso. Der schafft es ja fast noch auf Null zu fahren, du. Krasser Typ, Junge. Nee, Mizi. Nee. Jetzt hör auf. Geht nicht. Tu's nicht. Bring nicht auf meinen Schoß. Ich muss gleich fahren. X-Hype, warum guckt man sich Allgemeinrennen an? Ne? Also die Frage, das muss jeder selber beantworten. Wenn du jetzt halt schon mit der Einstellung kommst, das ist mies langweilig, dann
sage ich einfach mal, danke trotzdem fürs kurz reinschalten und wünsche dir einen schönen Restsonntag, weil dann ist es ja wohl nichts für dich, wenn du das schon so früh für dich abschemmelst, ohne eine Minute richtig zugeguckt zu haben. Also ich glaube, es gucken mehr als genug Leute zu, die es nicht mies langweilig finden und das dann schon seinen Grund hat und den Reiz eines Langstreckenrennens sehen. Langstreckenrennen sind halt gerade auch als Zuschauer geil, weil da halt wirklich Geschichten entstehen auf der Strecke, wie alles passiert und so weiter. Während so ein kurzes Sprintrennen meistens halt schnell actionreich ist, aber dann halt auch schnell wieder abgefrühstückt ist und da ist dann auch nicht viel passiert. Also ich glaube ja, dass einfach um 10.48 Uhr nicht so viele Streams zur Auswahl stehen und deswegen Menschen sich diese Rennen angucken zum Frühstück. Die Theorie. Ja, nee, also ich verstehe das schon. Also es ist ja nicht jeder, du guckst ja auch nicht, also ich gucke auch kein Tennis oder so an. Also gut, ich habe schon Tennis geguckt und war auch ganz interessant. So ist es nicht, aber in der Regel gucke ich es ja auch nicht an. Jetzt als blödes Beispiel. Ja, also das, aber wie gesagt, das kannst du ja allgemein auf Rennfahren zugucken, ummünzen. Manchen gefällt es, manchen nicht. Aber jetzt gerade in unserem Fall, unsere Langstreckenübertragung, bei uns ist ja noch Gaudi abseits des Renngeschehens. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier hardcore trocken jetzt jede Runde analysieren, was Duki hier für eine Linie fährt oder gerade was auch immer. Gerade ist beschissen auf jeden Fall. Naja, zum Beispiel, ja. Aber das mal nur am Rande erwähnen, meine Damen und Herren. Ja, also wie gesagt. Ja, X-Hype, wir kennen auch The Crew 2. Aber dafür fahren wir keine 24 Stunden. Also hier nochmal ganz kurz auch von meiner Zuschauerfass. Ich find's mies langweilig, aber ganz nett so nebenher, wenn sonst nichts Vernünftiges läuft. Wobei ich bis 6 Stunden lang das ganze Rennen gesehen habe. Ja, so richtig langweilig auf jeden Fall. Ja, so ist mega lang, mies langweilig. Aber sonst bin ich auch dabei. Welcher Crash wurde? Ja, Shorty, irgendwie das... Also mein Unfall wurde reported, ja, aber... ich glaube, das war ein Rennunfall. Ray, kannst du sich sagen, seine Argumente hinken schließlich, waren wir die ganze Nacht ca. 300 Mann. Hä? Ach so, nein, ich glaube, das hast du jetzt falsch verstanden. Das war auch Ironie. Ja, ja, eben, deswegen sage ich, ich glaube, das hat er ein bisschen falsch verstanden. Ja, weiß ich nicht, Shorty. Alles gut, Bagger. Ist auch nicht viel. Also wenn die... Ich noch bin vier Runden? Ich bin immer der Meinung... Ja, X-Hype, dankeschön. Und dir auch einen schönen... Noch vier Runden? Sonntag. Resttag. Schön für ersten Advent. Ja, das erste Advent. Jetzt habe ich auch vorher Leute schreiben so, ja, schönen ersten Advent. Ich so, hä? Guck's aufs Datum. Ah ja, könnte hinhauen. Ja, deswegen nochmal an alle, die dazu geschaltet haben, einen schönen ersten Advent wünschen wir euch. Es ist schon wieder soweit. So, ja, dann geh ich ja, mal also, runter, wa? Genau. Gut, Ray, wir sehen uns später, Maga, ja? Ja, auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Channel switched. Ey, du geh, du alte Bobsbirne! Du Rottkopf, Alter! Ey, Duki, du alte Du Rottkopf, Alter! Na, aber du wunderschöner du wunderschönes Erdfäkel, was geht? Ey, du hast dir gerade viele Sympathiepunkte verspielt, ey. Ja, ich hab mir heute Nacht also einiges verspielt, aber I don't give a fuck, mein Freund. Wie geht's dir, mein Lieber? Ja, völlig, völlig gut. Also, schön kalten Kaffee gezogen von gestern nochmal eben und, Damit man auch wach. Der schmeckt so richtig nach, alte Socken. Geil. Hast du ja keine Kaffeefilter mehr, oder? Doch. Wir haben so ein Auto hier, Kaffeevollautomat. Kaffeevollautomat. Ich freue mich auf die letzten 3 Stunden, Duki. Wir zwei beide, du. Ja, ne? Ich hätte gerne in der Nacht auch noch, aber ich musste wirklich pennen. Ja, hast du auch nichts verpasst, du. Von der Müdigkeit bin ich auf einem ähnlichen Quatschrede-Level wahrscheinlich. Naja, ich bin jetzt nicht müde. Ich bin topfit nach 4 Stunden Schlaf, okay? Ja, so 3,5, 4 hatte ich auch wohl. Aber diese 3 Stunden jetzt hier gerade haben richtig geschlaucht, ey.
Ja. Kurz vor Sekundenschlaf, glaube ich. Ich habe gut so, also ich hatte Glück, dass Michael gestern noch reingekommen ist und mir gequatscht hat, sonst wäre das doch scheiße geworden. In den falschen Momenten lenkt es ab, in den richtigen Momenten hält es einfach. Ja, das ist richtig, aber ich glaube, nachts kann nicht jeder voll quatschen, weil du so im Autopilot-Modus bist. Wie viele Evil Labs hast du draufgelegt? Eine. Oh ja, dann war der Rest, was? Also ich habe insgesamt 2 gerissen jetzt. 2 hast du gemacht? Dann hat ja Michael auch noch eine draufgelegt. Oh. Hat er die erste und die letzte bisher. Ja, dann hat Michael auch noch mal welche draufgelegt. Ja, dann kann ich ihm das noch mal vorhalten. Heute Nacht hat er dicke Töne gespuckt. Ja, war schon. Wir haben noch 3 übrig. Wäre toll, wenn wir die nicht brauchen. Unterm Strich wird es wahrscheinlich an der Position eh nichts mehr ändern. Wir haben nach hinten irgendwie gefühlt eine Viertelstunde Abstand. Zumindest auf Platz 29. Und nach vorne 3 Lichtjahre auf jeden Fall. Ja, genau. Das Fahrerfeld ist auch so unfassbar fucking stark, das ist Wahnsinn. Ja. Also da bist du ja schon mit 1,47er Zeiten super langsam. Ich habe übrigens 3 oder 4 45er Zeiten noch gerissen. Echt jetzt? Endlich reingekommen, ja. Boah, nicht schlecht, mein Freund. Ich bin gestern auch 1,46 tief gefahren. Nice. Ich hoffe mal, dass ich noch meine PB schaffe jetzt einmal. Das ist nochmal so ein Wunder. Ja, fehlt ja noch ein Zehntel oder was, ne? 46,6 oder wo warst du? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwas mit 46. Weiß ich nicht, weiß. Ja, dann, wenn du da noch eine 46 schaffst, dann ist super. Das wäre gut. Vorletzte Runde übrigens. Ich bin da, bin ready. Bin quasi heiß. Wir sind wie die Vogelspinne. Wir sind schnell und wir sind heiß. Und haarig, Alter. Und wenn wir wollen, dann sind wir alle da. Aber so ist das. Oh, der Beamer. Ach nee, du bist ja schon weiter vorne. Der orange Beamer, an dem du vorbeigefahren bist, der ist gestern nach der ersten Kurve irgendwie unglücklich aufs Gras gekommen. Ich glaube, der hat kurz Sekundenschlaf gehabt. Und dann ist der vor mir, ist der einfach quer über die Strecke geflogen. Alter, ich bin so knapp an dem vorbeigefahren, ne? Ich war noch nie so wach, währenddessen ich so müde bin, Alter. Da stand aber der Strahlemann. Ja, glaube ich. Du fährst rein jetzt, ne? Nee, eine mach ich noch. Ah ja, eine machst du noch. Einen habe ich noch. Einer geht noch, ne? Aber Dennis Schloss, Frau Klö, einer geht noch. Einen können wir noch. Eckhardt, Benni. Ich glaube, die Russen sind da. Nun gehen wir in den Keller kicken. Lass mich da mal machen, Chef. Na gut, dann müsst ihr ja gleich raus, wa? Dann mach ich mal deinen Stream aus hier. Übrigens, Virtual Racing könnt ihr alle mal einen schönen, geschmeidigen Abo da lassen und mal ein Follow reinknattern. Die Jungs machen sich sehr viel Mühe. Ja, ich bin ready und bereit quasi. Ich hatte kurz Probleme im Lenkrad, bevor ich die 3 Stunden hier angefangen habe. Hab dann, weil ich noch nicht im Spiel war, das Affenbild nochmal eingeblendet mit der Nase. Und konnte dann joinen, hab das Auto gewechselt, Setup geladen, nur noch auf die Zeit gezählt und so. Und irgendwann so 10 Sekunden vor Schluss sagte Ray, wieso sagt mir der Chat, dass du noch den Affen eingeblendet hast? Da lacht er noch über dem ganzen Gameplay. Ja, du wolltest nur auf meine Nase anspielen, du Schwein. Die Schikane. Die letzte Schikane für mich. Oh, das ist schön. Und hier. Ich komme jetzt rein. Ja, ich bin da. Gib mir den Bock.
Haben wir Schaden? Nein. Ui. Haben den Perma-Damage, den wir hatten, sogar repariert. Also du kriegst einen brandneuen, frisch gestriegelten Audi. Geil! Kann ich mir das schön kaputt machen, wieder in der ersten Kurve drehen. Yep! Juhu! Wuhu! So, ich bin raus. Zumindest ist er dabei. Okay. Moment. Jetzt müsstest du joinen können. Okay, ich joine. Oh, ich bin fertig. Ah. Rubbel die Katze, Dugi. Nee, erstmal strecke die Kuh. Strecke die Kuh. Alles klar, und dann auf geht's. Ja, ey, toi toi toi, viel Glück. Ah, easy peasy. Es sind nur 60 Minuten, also hast du gar nicht so viel Zeit, Quatsch zu machen. Ey, sag das nicht. Challenge accepted. Sag das nicht, mit ihm kein Quatsch machen. Ah. Uiuiuiui. Ja. Schätzelein. Okay. Hoppi! Was? Bo. Skurr. Kaka. Okay, ist geladen. Ich muss ja Longstop machen. Ich muss Longstop machen, ne? Wir haben ja, genau, bitte, ja. Ja, ja. Tu ihn, mach. Ja, ich tu ihn. Don't stop with the Longstop. I've been looking for a friend. I've been looking so long. Okay, reicht jetzt. Man könnte noch meinen, wir haben hier Spaß. Tja. Wir singen David Hasselhoff, das hat nichts mit Spaß zu tun. Das ist nicht David Hasselhoff, das ist der Mauersound. Das ist von Erich ein Song. David Hasselmauer. Hasselmauer, ja. Also ich sitze in der Karre und ich sitze in meiner Karre auf dem Donau. Und ich warte, dass der Longstop vorbei ist. Okay, geht los. Toi. Let's go, baby! Motivation ist schon mal da, die gefällt mir. So, ich lasse dich jetzt alleine, komm gut rein. Na klar. Und dann kommen wir nachher alle zusammen raus, ne? Na, Siggi. Super. Siggi Lentes. Tschüss. Tschüss. Auf geht's, letzter Sinn, Baby. Bist du vorbei? Oh nein, und ich komme genau bei dem blauen Audi raus. Oh oh. Mit dem hatten wir doch heute Nacht unser kleines Täter-Tee, glaube ich, mit dem Audi hinter uns gerade. Oh oh. Oh oh. Fahr schneller, Mann. Chef, puste bitte. Ich hab keinen Bock. Pust. Oh, das ist, glaube ich, der Audi, mit dem wir heute Nacht ihr wisst schon. Den kleinen sexuellen Lackaustausch. Oh, willst du das wirklich machen? Don't do it, baby. Das wollte ich gerade sagen. Ja, und du drängelst ganz schön, mein Freund. Fahr mal vorbei, ich muss mich gerade erstmal warm fahren. So ein bisschen. Sehr gut, hab dich lieb. So, dann machen wir mal, dass wir im Endfield keinen Stress haben, lassen wir ihn auch noch schnell durch. Alrighty. Letzte Stunde, Baby. Also. Meine letzte Stunde. Hat geschlagen.
Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Weil ihr wundervolle Menschen auch da reingeschafft habt, Dankeschön. Vielen Dank. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Dankeschön auch an dich. Wundervoller Mensch. Foto 1000. Dankeschön, Leute. Vielen Dank. Nicht zu gierig. Nicht zu gierig. Nils, nicht zu gierig. Mach nicht denselben Shit wie den ganzen anderen Stints. Come on. Better safe than sorry. Dankeschön, Manga. Oh, die Unicorns kommen hinter uns. Da müssen wir gleich auf jeden Fall mal Platz machen. Sind nämlich um Lichtjahre schneller als wir.
lasse euch gleich vorbei, Boys. Ich lasse euch gleich vorbei. Jupp. Und der Nissan Schmissan, den können wir auch gleich durchlassen. Kurz mal vom Gas gehen. Und los, komm mal da. Da sind die Unicorns aber weit raus. Warte, ich bleib in. Okay, nice. Go. Mal auf. Okay, hat er gerade sich verbremst scheinbar. Ich muss unbedingt mein Lenkrad wieder schmieren. Es fängt wieder an. Kinderkrankheit. Ah, da werden wir wahrscheinlich zurückziehen müssen. Hinter dem GT4. Ja. Ding, 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 ding.
Und jetzt alle. Was hätte ich heute Macht machen sollen? I see you and I feel you. Der Frühstücks-Vibe, das ist der Frühstücks-Blues nach wenig Schlafen. Ich habe mir übrigens meine Brille nicht geputzt, da ist mehr Schweiß dran als alles andere. Müsste ja mal machen. Oh Gott. Lässt du mich durch? Oh Gott, please don't. I'm sorry. Zu gierig, I'm sorry. Ich wünschte mir, ich könnte eine Flagge raushalten und dir sorry sagen. Tut mir leid, ich habe mich ganz stark verbremst. Und ich hab dich lieb, danke, dass du mit aufgepasst hast. Möge der Benzingott mit dir sein für die restliche Fahrt. Hola muchacho, okay, super, alles klar, kein Problem.
Geht's gut, man. Wenn du noch weiter hochfährst, dann kannst du mit dem Tesla von Elon Musk fahren. Copy. Also ich meine den da vorne, weil der so weit oben war. Ich fühle mich schon wie Tuki, ich muss meine scheiß Witze erklären. Oh. Okay, Schluss jetzt. Und jetzt alle. Okay, Schluss. Hört doch jetzt mal auf, Chat. Diese scheiß gute Laune auf Sonntag, ey. Das ist hier ein Autorennen und keine Spaßveranstaltung. Schlimm genug, dass wir auf 25 fahren und dass sich das Leute überhaupt angucken. Fetti kann doch nicht mal Auto fahren, ey. Hey Boys, kriegen wir das irgendwie im Infield auf die Reihe hier? Zwei Hübschen? Sehr gut, danke schön. Schalten muss man natürlich auch für Warpgeschwindigkeit 4. Aber irgendwie ist hier sehr unruhig hinten rum heute. Also jetzt. Also, ja, heute. Das ist da vorne ein GT3. Ja, oder? Ich geh den rein. Ist das ein GT3 oder ist das ein GT4? Weil der so hart gegenhält. GT3, oder? Das ist GT3 oder GT4? Du bist ein Engel, ich hab dich ganz doll lieb, dankeschön. Noch ein GT4. Glaube ich. GT3 meine ich. Ich bin verwirrt, mein Hirn funktioniert nicht. Lass uns lieber... Nee. Lass uns lieber schöne 90er-Lieder singen. Gott, ist es DJ. Oh, danke schön, dass du aufgepasst hast. Da war ich nämlich ziemlich frech.
Komm, mein GT3, Freund. Lass uns gemeinsam schnell fahren. Machst du noch den Lupfi oder treffen wir uns in der ersten Kurve? Ich glaube, ich mach den Lupfi, damit wir uns nicht wegschießen. Oh, oh, oh. Was? Eieieiei, was war das für ein Plan, mein Freund? I'm sorry, hinter mir. Ich musste leider auf den Hintermann reagieren, auf den Vordermann. Das war jetzt aber echt weird. Dankeschön, mein Freund. Okay, das war wirklich weird gerade. Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das? Also ich sag mal so, es kann nicht so schlimm sein, weil die Scheibe ist noch heil. Wenn die Scheibe kaputt geht, dann ist kacki. Okay, das war interessant. Ich lerne immer wieder neue Dinge kennen in dieser Sim, wie Autos abfliegen können. Das war interessant. Also wo der auch immer der gerade abgeflogen ist. Auf einmal ist er war einfach nicht mehr fahrbar. Warum auch immer. Auf einmal wollte der Arsch sich präsentieren.
abgehoben. Ich muss zumindest versuchen, an 26 und 25 dran zu bleiben. Dass Ray nachher mit seinen schnelleren Rundenzeiten wieder dran vorbeigehen kann. Oh shit, ich glaube zwei Evil Labs. Kappa, ja. Na los, fahr vorbei, ich muss eine schnelle Runde machen. Fuck.
Da es gibt auf jeden Fall erstmal eine Evil Lab. Ungünstiger Verkehr. Habe ich leider nicht geschafft. Erste. Maga, was? Oh, Maga. Sorry. Oh. Holy moly, warum stand er denn da noch auf Eisen? Das tut mir wirklich leid. I'm sorry, das wird die zweite Evil Map. Oh, zum Glück ist da nichts passiert. Ray kriegt wieder ein komplett zerstörtes Auto mit 7%. Ich sehe schon die Nachbesprechung. Boah, mit dem fahren wir nie wieder, Leute. Nie wieder. Ja, das wird auf jeden Fall die nächste Evil Map. Ich würde sehr gern schnell fahren, ne? Also schneller. Aber ich komme einfach nicht mit dem Verkehr klar. Ich habe damit so Schwierigkeiten, da schnell dran vorbeizukommen. Also ich sag mal, wenn die Strecke frei wäre, würde ich schon ein anderes Pace fahren. Aber ich habe damit wirklich, wirklich Schwierigkeiten. Also gerade so mit GT4s und mit dem Überrunden. Nee, nicht hochspringen. Nicht hochspringen. Also wenn ich wirklich mal so Revue passieren lasse, das ganze Rennen, sind meine Unfälle und meine Fehler oft im Verkehr entstanden. Weil da einfach sehr viel Unsicherheit auftritt und dann dadurch die Fehler entstehen. Das muss ich auf jeden Fall für die nächsten Male, ist das ganz weit oben auf der Liste.
Also ich denke mal, so ein bisschen iRacing, IMSA mit Verkehr üben ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und ziemlich wichtig, glaube ich. Weil die grundsätzliche Performance hätte besser sein können. Hätte besser sein können, wenn ich mich immer verhalten hätte wie so ein Vollidiot mit anderen Autos. Dadurch habe ich auch wirklich die meiste Zeit verloren. Richtig viel sogar.